So, ich habe irgendwie... Oh. Danke für den Follow, Schäfchen. Danke. Black Alvarez, danke auch für den Follow. Barbarossa, auch danke für deinen Follow. Oh, das war schon ein bisschen länger her. Aber danke erstmal. So, ich habe irgendwas bestimmt vergessen heute noch. Kriegen wir aber alles hin. Da sind wir. Einen wunderschönen guten Tag. Sehr schön. Also, da ist er wieder da. Einen wunderschönen guten Morgen. Eisbär Adi ist da. Cannonball ist da. Eine Piranemaus. Guten Tag, Meerschweinchen. Ratsche, Glück auf. Magistratus. Auch einen wunderschönen guten Tag. Hallo. So, ihr Lieben. Dann machen wir gleich mal das Wichtigste vorab. Ich bin heute wieder mit dem Presseaccount unterwegs, das heißt, wir machen wieder Schiffswunschtag. Also, wer gerne irgendwelche Schiffswünsche hat, darauf nochmal achten. Also, keine CVs, keine Hybriden, wie Casa wünschen, wie Yoko wünschen, ist lächerlich. Bitte solche Spaßwünsche auch unbedingt sich verkneifen. Das wäre noch ganz nett und dann suche ich mal ein bisschen raus, auf welches Schiff ich Bock habe. Ich werde nicht alle Wünsche erfüllen können, aber eine Sache ist auf jeden Fall gut und wichtig, da ich die Schiffe wahrscheinlich, wenn ich das vorher noch nicht gefahren habe, auch komplett neu ausbilden und ausrüsten muss. Hatten wir natürlich den Vorteil, ich suche mal gerade die große Liste raus, da ist sie, ist auch wichtig, dass wir diesbezüglich ein bisschen uns auch die Schiffe anschauen können. Andy Stan, guten Abend. Also wir haben einmal Yamato, einmal Slava im Angriff. Oh, der Waifu ist auch da. Schrei vor Glück. Hier ein schlechter Witz. Wie heißt ein Soldat ohne Rüstung? Wilhelm. Du kriegst irgendwann einen individualisierten Sound. Gleich, da machen wir gleich den Tusch hinten dran. Da könnten wir drüber verhandeln, oder Waifu? Moin, moin. Ja, Namen Schleppschinken. Deinen Wunsch brauchst du nicht zu äußern, ne? Es kommt ja immer drauf an, was. Aber nun gut. Ja, und Waifu so, jupp. Ja. Jupp. Jupp können wir machen, so nach dem Motto. Ja. So. Immer noch Pommern. Pommern. Warte mal, wo ist meine Liste? Ach so, was heißt ich? Guck mal, Pommern könnte ich ja machen, weil ich die relativ selten fahre. Yamato fahr, also, na, Slava wäre nicht so meins. Pommern hört sich momentan so am besten an. Da ist natürlich auch immer viel Gefühl und Tagesform mit dabei, ne? Also, wenn ihr unbedingt so Yamato sehen wollt und ich jetzt gerade keinen Bock auf Yamato, hatte ich Yamato nicht letztens sogar mal gefahren? Ich glaube ja. Oder nee, es war die Dingsbums. Der 9er war es, glaube ich, gell? Ja. Weil hier, den habe ich noch nicht ausgefüllt. Ja. Agincourt. Oha. Ihr seid sehr schlachtschiffmäßig unterwegs hier heute. Dann würde ich mir aber gerne mal die Pommern anschauen. Okay. Also. Dann fangen wir mit der Pommern an. Ganz gemütlich. Und auch da der Hinweis für die späteren Schiffswünsche. Ich versuche dann auch immer so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also jetzt nicht nur was die Schiffe an sich angeht, sondern auch die, die Schiffsklassen. Also danach ist die Wahrscheinlichkeit auf dem Kreuzer oder auf dem Zerstörer höher. Gut. Die Pommern, du kannst dann, glaube ich, nach Hause gehen. Da müssen wir mal schauen. Gibt es dazu etwas in der tollen Liste, bevor ich da mir... Ah, Pommern. Gibt es nicht? Wie, keine Pommern? Keine Pommern. In Dokument suchen. Warte mal, einen kleinen Moment. Zack. Moment. Wird es aber bestimmt eine Pommern geben. Gibt es keine Pommern? Warte mal, das öffnen wir nochmal.
gibt's nicht. Was wäre ein Äquivalent zur Pommern, wäre, glaube ich. Ja, mein Gott, man kann auch einfach den großen Kurfürsten nehmen, ne? Wir haben 380. Ja. Machen wir erstmal dich in die Reserve. Wo ist denn der Herr Lütchens? Und wie siehst du denn aus? Guck mal, er ist noch gar nicht auf Schlachtschiffe geskillt. Obwohl, Kurfürst. Warte mal, ich glaube, ich würde mal die Pommer mit meinem Standard-Schlachtschiffbild nehmen, ja. Kleinen Moment. Auch da habe ich irgendwo ein Bildchen gemacht. Desktop. BB ist gelungen. Es ist so einfach manchmal. Okay, gut. Und zwar würde ich drauf nehmen, was haben wir denn hier für ein 33, 34, okay. Du kommst drauf, du schreibwirklich, morgen ist französischer Nationalfeiertag, stimmt ja. Daher, wieso ist Frankreich wie Hustensaft? Dreimal täglich einnehmen. Der ist böse, ja. Die armen Franzosen, die wehren sich doch nicht. La, 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 la. So, haben wir. Da haben wir noch zwei Punkte übrig. Und dann nehmen wir noch Turmdrehwahrscheinlichkeit, Drehgeschwindigkeit. Der nächste Punkt kommt dann hier rein. Und dann müssen wir mal sehen, was wir machen. Weil ich werde jetzt mal nicht auf Secondaries gehen. Das habe ich auf meinem Main-Account. Habe ich ja Kurfürsten komplett mit Secondary, auch Herrn Lütchens drauf getrimmt. Das lassen wir uns hier mal. Den Spaß lassen wir mal sein, meistern, zack. Wasser sucht den Weg des geringsten Widerstandes. So, Waifu, dann erzähl noch den mit den Alleen, dann, weil die deutschen Soldaten gern im Schatten marschieren, und hol dir noch einen Kaffee oder was auch immer. Prost. Ich habe mir die falschen Kaffeepads geholt. Die Marke war die richtige, Strong, aber das sind Strong Morgenkaffee. Das sind dann doppelt so viel. Das heißt, jetzt habe ich da viel mehr Kaffee drin, als ich gewohnt bin. Das ist nicht gut. Ich wollte nur mal einmal noch ein bisschen Hallo-Wach-Kaffee haben, aber naja. So, das haben wir. Zack. Ausrüstung. So, wer hat sich eigentlich die Pommern nochmal gewünscht? Das war Eisbär. Okay. Ja, ist doch in Ordnung. Also Pommern, warum bist du jetzt durchgekommen? Ist doch gut. Passt doch. Ist doch nicht so schlimm. Wie gesagt, das ist manchmal nur, weißt du, zum Beispiel wie mit Yamato. Wünscht sich einer gestern, wünscht sich einer heute, wünscht sich einer morgen, habe ich keine Lust drauf, und übermorgen habe ich vielleicht Lust drauf. Das ist ja auch manchmal einfach Zufall. Das kriegen wir dann immerhin gedrückt. Den Tarnwerfer. Oh, 13,6. Na, Wahnsinn. Aber ist ja ein großes Schiff. Ich bin. Was haben wir denn? Manövrierbarkeit 17, warte mal, wir haben 4x3. Feridi, guten Abend, Minoru, Snappend. Du liebst die farbigen Geschossspulen. Das habe ich noch nicht mal aktiviert, dass die farbig schießen, ja? Ich mache dann immer Understatement. Das ist relativ eindeutig. Ich kann mich hier nie entscheiden. Da ich. Warte mal, verbessertes Hydro werde ich vielleicht auch nicht nehmen. Doch, machen wir. Weil wir machen ja hier alles ohne Brandschutz. Das ist in Ordnung. Das ist auch eindeutig. So, und hier. Na gut, vielleicht bis auf Antrieb, Steuer, Schadensbegrenzung. Also nochmal, warum ich nicht unbedingt Schadensbegrenzungsmod 2 hier bei dem Setup unbedingt haben möchte. Das kann man machen, aber minus 15% Brandwahrscheinlichkeit hilft mir bei meiner Grundidee nicht so viel. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber wieso? Gerade weil du ja keinen Brandschutz hast, wäre es ja gut. Ich kompensiere das mit dem Brandschutz, den nicht vorhandenen, generell ja hiermit.
Und damit, mit diesen beiden. So, und... Waifu, danke für die Bits. Okay, der letzte Französische. Warum hat Euro Disney bei Paris so Startschwierigkeiten gehabt? Weil sich die Mitarbeiter nach dem Feuerwerk immer ergeben haben. Wow! Ja, das ist danke. Danke, dass es der letzte französische Witz heute ist. Ey, und sollst, also, wenn du dich irgendwann mal beschweren solltest über meine Witze, also es sind ja nicht mal meine Witze, es sind ja nur die Witze, die ich vorlese aus den Büchern oder dem Kalender. Ja. Euro Disney ist aber mittlerweile, die hatten ja echt Startschwierigkeiten, aber mittlerweile ist doch Euro Disney etabliert, oder? Ich nehme mal Steuergetriebe. Aber ich kann. Bruder Stellzeit. Bin ich eigentlich glücklich mit. Euro Disney läuft jetzt, ne? Ich fand das am Anfang so geil. Euro Disney bei Paris. Bei Paris. Ja, okay. Ich habe mir das dann am Anfang mal angeschaut und das ist ja schon ein bisschen länger her. Heute ist ja bei in der Nähe von sehr, sehr großzügig auszulegen. Damals war man da noch ein bisschen kritischer und dann so auf die Karte geguckt. Ich da so, naja, okay, ne? Ich muss mal, warte mal, doch, mache ich jetzt gerade mal. Kleinen Moment, Euro Disney. Das gucke ich gerade mal nach, bevor ich, jetzt will ich es wissen. Webseite speichern von außen. Na? Fotos. Foto. Maps hätte ich gerne. Disneyland Paris. Okay, das ist. Es geht eigentlich. Berühmter Vergnügungspark. So, warte mal, machen wir mal Routenberechnung, Routenplaner. Bob. Das geht. 50 Minuten. Mit dem Zug. Entfernung. Das ist ja in Ordnung. Ich hatte das ganz woanders. Nee, ja, Charles de Gaulle war im Norden, genau. Das war's. Da musste ich mal umsteigen. Zweimal. Warum eigentlich? Warum bin ich in Charles de Gaulle umgestiegen? Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr wissen. Ja. Nur es geht dann ja eigentlich, oder? Das ist dann ja wirklich in der Nähe. Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Siehst du mal, so ändern sich die Zeiten. Früher hast du gesagt, das ist ja wahnsinnig weit weg. Ja. So. Ist wie der Flughafen Frankfurt-Hahn, das ist der größte Witz überhaupt. Frankfurt-Hahn, Entschuldigung, das ist, also, gut, es ist noch Deutschland, aber nee, Frankfurt-Hahn ist wirklich ein Witz, ja. Das ist wirklich, also, das ist eine Frechheit. So, will ich dich überhaupt nehmen? Na komm, lassen wir mal. Holgi, Gude, moin. Wir müssen uns noch hübsch machen, dann geht's gleich los. London hat auch sowas. London, Stamson, Lübeck, damals von Rheinbörn. London, Hamburg, okay. Das erinnert mich an... Gott, das wäre normalerweise mir hieß, wo. Einmal bin ich in London über Gatwick, um Gottes Willen. Das war... Aber auch lang, lang ist her. So, was ist denn... Wieso haben wir die Signale drauf? Weil ihr unbedingt Secondary-Brandwahrscheinlichkeit erhöhen wollt, ne? Ich habe aber nur 8,8. Ich will gar nicht so nah ran. Also. Flugabwehr hätte ich ganz gerne. Und vielleicht dann Hydrolänge. Hm? Wenn ihr nichts dagegen habt, Wargaming. Oh, guck mal, was ist da? Was denn? Ah, okay. Ja, dann ist ja. Ja. Dann war ich ja Bescheid. Gut. So, Tarnung, oh, das ist ja schön. Können auch sehr deutsch unterwegs sein. Eisernes Kreuz aber auch schön. Herr Kuhl, moinsen. Holgi hatte ich, glaube ich, schon begrüßt. Guten Morgen.
Das ist manchmal auch ganz lustig. Oder wo war das? In, ich glaube, Basel. Ist das nicht Basel, wo der Flughafen ist, glaube ich, in Frankreich, auf der französischen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Achtung, gesundes Halbwissen. Da war auch irgendwas. War das Basel? Ist das so? Oh, es ist so lange her. Es gab mal eine Zeit, da war ich relativ viel mit dem Flieger unterwegs. Und da hast du das einfach nur, du hast es nicht mehr so wahrgenommen. Ja. Wann ist das Basel? Rezzo? Ja? Kann doch sein. Warte mal, Basel Flughafen. Man kann mal gucken. Basel, ich meinte, da war was. Basel Flughafen. Mühlhausen, Basel Mühlhausen heißt das. Na, dann ist er das doch, oder? Na. So, dann machen wir auch wieder Map. Oh, heute machen wir. Wir hätten auch Geogesser spielen können, ne? Stimmt, weil der Mühlhausen. Ja, genau, der ist auf der linksrheinischen Seite. Ja. Ja, sehr schön. Ja, genau. Ja. Da musste ich mich nämlich dran gewöhnen, als dann plötzlich. Oh, es ist aber das sehr multikulturell, was der Flughafen angeht. Ja. Sind aber, glaube ich, keine. Ich glaube, war kein französisches Taxi. Es war, glaube ich, ein Schweizer Taxi, wo ich dann eingestiegen bin. Gut. Kann ich auch alles erzählen. Machen wir Eisernes Kreuz. Okay, also so sieht sie jetzt aus, die Pommern. Wie gesagt, kein Secondary Build. Wir fahren sie mal ganz normal mit Geschützen. Wir haben 380 mm, das ist Bismarck-Style. Wir haben Reload von 29 Sekunden. Und dann schauen wir mal, ne? Sonst noch irgendwas, was ich hier zeigen müsste? Nö, ne? Und Zufallsgefechte haben wir an, ab damit. Ja. Hättest du gerne die Tarnung? Die sehen schön aus, gell? Generell, diese ganze Linie, da gibt es ja viele andere Schiffe, die auch diese Tarnung haben. Passt. Da, sehr gut. Die Straße und die Wegführung, diese Spur Frankreich, die andere Schweiz und die dritte Deutschland. Mhm. Holgi, das freut mich. Du hast die Tarnung, die Pommern aber noch nicht. Das ist bescheuert. Andersrum wäre es besser, gell? Und auch diese Tarnung, weil Eisbär Adi sagt, an die kommt man, glaube ich, nicht mehr ran. Ja, tauschen wir oder leg's doch zusammen. If you got the ship, I've got the Tarnung. Hm. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Oha, nochmal mal gucken. Genau, wegen der Tarnung. Meinst du, sie kommt wieder? Ja. Alle Tarnungen kommen irgendwann wieder. Generell. Jeder Content bei World of Warships, der etwas besonders ist, kommt irgendwann wieder. So. Das heißt, dieses Ganze, was ja mal gerne auch so gemacht wird, oh, da haben sie aber gesagt, das sei exklusiv, yada, ne? Dieses ganze Azulane-Gedöns zum Beispiel, diese ganzen Kongos und Miyogis und was da alles gibt und mit den Tarnungen und den Kapitäninnen, das ist ja auch irgendwann mal wiedergekommen. So, und so wird es selbstverständlich auch mit diesen Tarnungen sein. Oder hier der Kölner Dom, diese Tarnung. Gotik heißt sie ja. Das wird irgendwann auch wiederkommen. Weil der Content ist doch da. Warum sollte man dann das wirklich nur für einen exklusiv für einen Zeitraum machen? Natürlich bewerben die das dann erstmal und sagen, hey, ne, so. Aber nach 2 Jahren muss man dann ja auch mal ganz ehrlich sein, da ist so viel Wasser den Rhein runtergelaufen. Da spricht doch nichts dagegen, so Content wieder reinzubringen für die Leute, die das eben damals verpasst haben oder die neu sind. Ich finde das dann immer lustig, wenn es dann nach wie vor gibt es ja Leute, die sich dann darüber echauffieren und dann noch falsch zitiert und so irgendwas meinen von sich geben zu müssen. Ist auch immer schlimm. Ja. Genau, die gibt es momentan für Community-Marken. Deswegen fiel mir das ein. Also, da wird es sicherlich mal auch durchgewechselt. Auch das muss ja gefüllt werden, dieser Sektor. Oh, ich dachte schon, Horrorstream-Fortsetzung Oberhorn. Stimmt doch. Ist doch World of Warships. Viel mehr Horror geht doch nicht, oder? Brandy, Grüße, hallo.
So, da hinten wird gesmoked. Da ist die Nevsky. Alle hopp. Ja, vielleicht ein bisschen zu... schade. Und es geht. So, was haben wir denn hier? Eine Amagi. Gut. Problem dürfte sein... Was war denn jetzt da drin? Kann mal gucken hier. Oh, nachladen. Muss schneller gehen. Der ist nicht super schnell unterwegs. Wir machen mal die erste Ölung, hätte ich beinahe gesagt. Ziehen wir mal Hydro. 5047, also 13.000. Gut. So, jetzt, das ist zum Beispiel etwas, wo ich immer sage, Bread-and-Butter-Geschäfte sind die Geschütze. Auch wenn der eine oder andere da sitzt, ja, ich habe die Pommern voll auf Secondary geskillt, bla bla blub. Kannst du alles machen. Kann jeder halten wie in dem berühmten Dachdecker, aber... Ich bin erstmal happy. So, drehen wir ein bisschen am Kartenrand weg. Und gut ist. So, Brandy, mein Lieber, wie geht's denn? Ich hoffe, alles gut und schick. So, da ich momentan keinen vor mir habe, mein Hydro zwar läuft, aber ihr kennt das, ich bin... Da ist die Nevsky. Oh, der ist schnell unterwegs. Da ist die Petro-Parfe, müssen die Türme auf die andere Seite, das bringt nichts. Noch da versuchen, das reinzudrehen. Es geht alles. Okay. Fire Alert. Das macht nichts. Können wir alles hochheilen? Ist ja nicht bei armen Leuten hier. Die Frage ist, war nur 1, 2, 3. Da fehlt noch ein Zerstörer irgendwo. Sehr schön. Warte mal, wir bleiben mal hier. Adrenaline Rush hatte ich, ne? Ich glaube ja. Caps werden übrigens überbewertet, ne? Braucht man nicht. Der Kaffee ist aber sehr lasch irgendwie. Und hier kriegen wir das Cap, da ist neutralisiert, also alles gut. Du hast die Tarnung von der Polo, aber das Schiff nicht. Ich weiß gar nicht, irgendwo hatte ich das auch mal. Weiß gar nicht mehr, bei wem das war. Ich glaube, das war die Hut. Da muss ich eh lang. Und das wäre schön, wenn du das noch hinkriegst. Kollege, danke. Lascher Kappe ist wieder Horrorstream. Sowas in der Art. Kommt man sich beinahe vor, ne? So, da ist die Shima. Zur ersten Brand werde ich sogar ausnahmsweise mal löschen. Weil es wird sonst ein bisschen zu viel hier. So, jetzt sterben sie alle. Schön. Wenigstens haben wir die Shima down und dann kriegen wir hoffentlich das Cap. Mal gucken, ob der abgeleicht hat. Bitte kein Brand. Da ist die Petro-Pub. Alli hopp. Da hinten ist die Nevsky. Also hier ist auch einiges los, ne? Numeria, dann hau mal ein paar Marken raus. Okay, hast du rausgehauen? Ich erzähle nachher gleich einen Witz. Dabei dachte ich, dass Herr Beifuhr heute die ganze Zeit für die Witze zuständig ist. Aber nun gut.
Ich bin gerade am überlegen, ob es mal eine Salbe Haar ist. Ah, schießen soll! Drücken wir mal T. Ich muss ein bisschen näher ran hier. Nein, oh, das Glück gehabt. Es hätte noch, es hätte noch viel mehr wehtun können hier. Ah, da ist auch der Kollege da hinten dran. Eieiei. Ist viel los hier gerade. Schüsse raus. Ich brauche eine Ab... Ne, schaffen wir hier nicht, oder? Wir haben eine Ibuko und eine Norka. Ich habe gespendet. Ich muss jetzt sogar wieder die R-Taste mal wieder drücken. Ich brauche erstmal eine Auszeit. Wir hatten heute übrigens Pizza. Insofern. Terminator, guten Abend. Kühlschrank-Pinguin hatte ich, glaube ich, namentlich noch nicht begrüßt. Hiermit nachgeholt. Ah, wir haben das Cap, das ist gut. This ist sehr gut, this ist wichtig. Was haben die denn? Mogador, Kid, Elbing, naja. Oh, kann mir ja egal sein. So, also hier haben wir das Cap. Dann mal suchen wir uns mal dort einzubringen. Oh, die Öland. Jo, und der hat jetzt freie Bahn mit Marzipan. Das ist nicht gut. Mogador hat 8 oder 9 oder 10 Kilometer Torps, ne? Also der ist in Torp-Reichweite. Das ist das, worauf es jetzt ankommt. Für mich und für ihn. Wow, muss ich jetzt echt so weghalten. Ich kann nicht so lang fahren, ne? Ich komme denen dann zu nah. Andererseits, ich muss Risiko gehen, ne? Der Gegner hat 700 Punkte und geht steil auf die 800 zu. Okay, also ist, glaube ich, wird Zeit für ein Jodel-Diplom zu machen. Jetzt geht er auf, du Spaßkeks. So, so Leute liebe ich. Und da kommen die Torps. Alles klar. Ja, Torpedos direkt voraus. Ich habe schon mal Torpedos gesehen. Ist sehr... Ist nicht besonders... Hast du einen Torp gesehen, hast du alle gesehen. Der verarscht mich ja nur. So, da ist die Petropa. Versuchen wir, die mal steil anzugreifen. Ja, da ist eine Lenin, da ist eine Amari, da ist eine Nevsky. Was meint ihr, wie ich da mit einer Pommern rankomme? Mehr so gar nicht. Der einzige Grund, warum ich hier lang fahre, ist mangelnde Alternativen. Yo, erster Brand, wieder löschen müssen. Oh, voll geil. Fire Alert. Yay, Captain, die Cap. 8,5 hat er. Okay. Gut. Problem gelöst. Das glaube ich nicht, Tim. Das glaube ich nicht. So, jetzt können wir nochmal T drücken. Und das war's. So, Shima. Viel Spaß. Der Onkel geht mal. Der Onkel geht steil. Egal, wie ich mich hinstelle. Ich stehe ungünstig zu irgendjemanden. Hat die Mogador nachgeladen? Bestimmt. So, oh, schön. Buddy-Wugets. Ich bin tot. Ja, natürlich. Es sei denn, wir beschleunigen nochmal ganz schnell. Jo. Können wir es nochmal breit hinstellen? Beinahe hätte ich noch die Kisten rausbekommen. Aber it's over, man. It's over. Ey, ich bin schon tot. Ein bisschen mehr Respekt. Dr. Klopirat, guten Abend. Ein besoffener Hexer ist auch nicht zu ertragen. Oh, dann weiß ich gerade schon, bei welcher Mist oder wo du gerade bist. Macht Spaß, gell? Was ist, ich glaube, Game of the Year Edition. Was kostet die momentan? Oder was hat die gekostet im Steam Summer Sale? Es war ein Apfel und ein Ei. Und der Apfel, der hätte auch, der ist da, hätte auch ein verfaulter, schimmeliger Apfel sein können. 10 Euro. Ja, siehst du.
Ich glaube, das waren gut investierte 10 Euro, oder Ratsche? Und es sieht nach wie vor schön aus. Und es ist tolles Gameplay, ja. Richtig gutes Game, ne? Ja. Das ist es. Kann ich nach wie vor auch jedem empfehlen. Wenn man auch mal überlegt, wie lang das, wie alt das schon ist. Na, Kreppel. Und... ja, ist okay. Einen hätte es noch mitnehmen können. Die Kit hat sich noch gefreut. Noch eine richtig, richtig schön noch eine Auszahlung bekommen am Ende. Die Kreppel kriegt auch noch eine Auszahlung, aber... tja, kannst du dir sonst wo hinschmieren? Es ist ja egal. Aber es lag nicht an ihm, lag an den anderen Leuten. Da. Eine Birne Mai. Ach, Gottes Willen. Oh. Ist heute Tag der Flachwitze? Gibt es so einen Tag überhaupt? Wenn nicht, dann... können wir mal gucken. Ein Witz. Und ja, und den Raffle auf dem Discord muss ich noch auflösen. Mache ich heute, morgen oder je nachdem. Wenn es dem feinen Herrn beliebt. Ich habe ja auch einen engen Zeitplan. So. Es kommt wieder, bei dem Witz kommt auch ein Franzose vor. Hat jemand Flachwitze gesagt? Ja, aber bitte halten Sie sich noch einen Moment zurück, Herr Waifu. Ja. Skynet ist ja auch wieder da. Moin. Wir müssen uns jetzt nur einigen, wer jetzt an der Reihe ist. Nicht, dass wir alle Witze durcheinander. Das ist nicht gut. Ja. Ein Uhu mit Sprachfehler. Sehr schön. Sitzen's, ja, so wie die zwei Kühe auf der Wiese. Sagt die eine Miau. Sagt die eine Wow, du kannst ausländisch. Zwei Kühe auf der Wiese, sagt die eine Mu, sagt die eine Ace, wollte ich auch gerade sagen. Geil, oder? So, aber den Witz, den ich vorlesen wollte, der geht wie folgt. Der Schotte hat einen französischen Freund zum Essen eingeladen. Es gibt Käse. Ah, bei uns gibt es den Käse immer zum Schluss der Mahlzeit, sagt der Franzose. Bei uns auch, erwidert der Schotte. Mon Dieu! Pas maintenant. Was bildet sich der Franzose eigentlich ein? Na gut. So, 70.000. Sind wir ganz oben mit dabei, ne? Ja. Da, so. Ja, 83 mm. Das ist so dieses Bismarck-Kaliber. Na gut, so. Schiffswünsche, her damit. Waldläufer, ey Robin Hood, hast du mein Deo geklaut? Robin Hood, du weißt doch, ich stehe... oh. Du, ich lese die Witze da nicht mehr vor. Gleich noch ein, okay, Oberon, machen wir. Was gibt's hier? Ah, Credits, jetzt ganz wichtig. Mino? Mino ist... was ist hier eigentlich der Abschluss? Gibt es den Helsley? Okay. Mino könnte man machen. Ein Heavy Cruiser der Amis. Ab Tier 8, sagte Flo. Könnte man auch mal gucken. So, haben wir. Zerstören Sie im Eingefecht 1 gegnerischen Zerstörer. Gewinnen und überleben Sie. Wow. Vor allen Dingen gewinnen und überleben Sie. Verdienen Sie 2x die meiste EP. Eieiei, ist ja... Kreuzer. Dann nehmen wir mal einen anderen. Das ist ja... nehmen wir mal das hier. 5x die meiste EP. Potenziellen Schaden und überleben sie. Ja, komm. Irgendwann. Das ist ja nicht so wichtig. Ah, ich bin ja hier gut bestückt. Ja. Flachwitz-Alarm. Wie heißt BH auf Italien? Tu. Ich. Nein, ich lese nicht mehr alles rum im Chat vor. Ja. Tutti nie versucht. Ja.
Ah, weil es tanzhaft. Uiuiuiuiuiuiuiui. Minnetower. Okay, dann machen wir einmal Mino. Hatte ich ihn nicht letztens gefahren? Ich glaube nicht, ne? Es wird Zeit für neue Feldzüge. Meisetüte, erstmal einen schönen guten Abend. Ja, könnte man auch mal wieder machen. Also hätte ich nichts dagegen. Und meine Tower ist immer noch Brite, ne? Herr von und zu. Wo ist er? Da. Guck mal hier, 19er Kapitän. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Boah. Komm, hau raus. Komm. Ich bin auf alles vorbereitet. Mich kann nichts mehr erschüttern, ja? Pumpern. Oh. Okay, ich war doch nicht auf alles vorbereitet. Ich war doch nicht auf alles vorbereitet. Pumpernickel. Eine Nuschel, das weiß sogar ich, Skynet. Was am Strand liegt und undeutlich redet. Den kenn sogar ich, du. Nuschel, 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 meine Schurme. Ja. Hatte ich von Oberon eigentlich den Witz vorgelesen? Nein, hatte ich gar nicht. Oberon, sorry. Moment. Die hübsche Schülerin zum Lehrer. Ach, glauben Sie mir, ich würde wirklich alles tun, um versetzt zu werden. Der Lehrer hakt nach. Wirklich alles? Sie beugt sich zu ihm und haucht. Ja, alles. Lehrer, würdest du auch lernen? Das wäre ja zu einfach. Das kann ja jeder. Lernen, um für gute Noten. Das geht ja gar nicht. Ja. Kreislaufprobleme, deswegen im Dreieck. Den kann man auch. Geht er auch mit dem Viereck? Ja, ne? Kann man auch. Aber Dreieck ist symbolischer. Das ist gut. So, dann machen wir hier. Seid ihr eigentlich schon alle aufgeregt wegen Donnerstag? Darf ich euch sagen, ich am Donnerstag übrigens gleich von Anfang an morgens mit World of Warships loslege? Also, könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen? Zurzeit bin ich ja bei Greedfall am Start. Ein ganz tolles Spiel übrigens. Ganz tolles Spiel. Wirklich. Am Donnerstag mache ich da Pause, weil da ist Patch Day und you know, always play on Patch Day. Patch Day ist der geilste Day in the gesamte Monat. Das ist. I don't look you an. So, meine Tower. Medizinball. So, was machen wir denn hier? Letzte Anstrengung, oder? Beim einer. Das ist gar nicht so verkehrt. Dich hätte ich gerne mal gucken. Ich bin sogar, warte mal, Experte. Das sind ja jetzt ja 450. Warum nicht bei einer Mine Tower? Das sind immerhin mal satte. Das sind 10% mehr. Glaube, das machen wir mal. Dann nehmen wir Tarnwert. Das könnten wir noch überlegen. Funkortung. Dich nehmen wir noch. Dich nehmen wir noch. Ah, jetzt kriegen wir die Funkeordnung nicht mehr reingezwirbelt, ne? Das ist schade. Kriegen wir. Warte mal. Kapitänwechsel. Haben wir nicht irgendwie. Wir haben doch bestimmt 21er, wo wir es nicht brauchen. Hier, Tiger 59, den brauchen wir doch da nicht. Zack. Jo, gib her. Da geht das doch. Also, mit letzter Anstrengung. Dich wollte ich haben, 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 dich. Dann haben wir noch einen übrig. Na, Mahlzeit. Was nehmen wir denn da? Beschussalarm oder was? Obwohl, warte mal. Wir können Torpedogeschwindigkeit. Also Beschussalarm.
Das Problem ist, aus mehr als 4,5 Kilometer Entfernung, da kriege ich ja laufend den Alarm. Mit einem Minotaur dann noch zu reagieren. Was machen hier? Warte mal, wir machen erstmal. Es sei denn, es gibt hier doch irgendwelche Beschwerden. Aber das sieht so ganz gut aus, oder? Transport Fever Fan, moin! Was ist die Lieblingsspeise von Piraten? Weiß ich nicht. Jan, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Lieblingsspeise von Piraten. Krok am. Kapern. Wow! Warum sind sie so schlecht in Mathe? Weil sie Piraten. Ah! Nein, Turmdrehung, das ist eine Minotaur. Jan, Minotaur hat hier. Haha! Dauer 4,7. Bis zur. Was ist der 9er? Neptun ist bei britischen Kreuzern ist es durchaus richtig, dass Turmdrehung ein Thema ist, aber bei einer Minotaur brauchst du nicht mehr. Das ist ja das Geile an, an der Kiste. Torpedo, zwei, warte mal. Ich nehme mal den Beschussalarm rein, einfach weil er ist übrig. Zack. Ah, so weit bist du noch nicht. Nee, also insofern, kannst du dich dann vielleicht schon mal, je nachdem, wie du das mit den Kapitänen auch machst, schon mal drauf einstellen. Also hier brauchst du bei einer Minotaur das nicht. Dafür hast du eben andere. Man sagt ja nicht Probleme, Herausforderungen. Andere Herausforderungen, ja natürlich. Wir nehmen DPM und selbst wenn wir hier nochmal die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme verschlechtern, kommen wir hier immerhin noch immer noch auf 5,4. Das ist Wahnsinn. Humans, 14, Nappens. Keine Dwellenden mehr, bitte was? Ach so! Entschuldigung, da waren noch 3 Punkte. Ich hatte es nur rausgenommen, weil ich was anderes gucken wollte. Ja, Meister natürlich, danke. Kosakenzipfel ist auch da, servus. Aero, was? Ach, das ist wieder so eine einzigartige Verbesserung, die wieder so komisch kryptisch ist. Ist das, taugt das was oder kann ich es gleich wegschmeißen? Dauer der Nebelwand minus 15%, was gar nicht so verkehrt ist. Hört sich komisch an, ist aber so. Weil, 113 Sekunden, du willst ja eh nicht die ganze Zeit drin stehen bleiben. Das ist immer so eine Sache. Was haben wir denn noch so am Positiven? Erkennbarkeit zu Luft, Erkennbarkeit zu Wasser, minus 5%. Wirkungsdauer ist dafür länger, Ladezeit ist besser. Das ist eigentlich gut, ne? Moment. Also hier, Rauchsauer bin ich, warte mal, guck mal hier, also wenn wir, ich baue es erstmal ein, 9,8 reicht doch. Weil der Gag ist ja jetzt, dass wir, warte mal, Wirkungsdauer, Ladezeit 114, ist schon nice. Was ich interessant finde, ist, du kannst es öfter mal in Panik, also du kannst aus voller Fahrt auch mal sagen, ich ziehe den Smoke und bremse dann ab. Dadurch, dass es länger puff puff macht, rutschst du nicht raus. Und die Ladezeit von Schiffsverbrauchsmaterialien ist auch schneller. Also ich, das sagt mir zu. Die Dauer ist ein bisschen geringer, dafür kommt schneller. Dafür kommst du öfters. Gott, wir machen heute ist Hashtag versauter Abend. Weil nochmal 96 Sekunden, anderthalb Minuten reicht. Irgendwann wird einer sowieso reinbomben oder reintorpen. Ihr kennt das doch. Darf ich nochmal Antrieb haben zusätzlich? Natürlich nicht. Ja. Dann nehmen wir hier. Echt jetzt. Ich sehe mich schon Flak nehmen. Moment mal, was war ich? Guck mal, was das dann macht. Radar haben wir nicht. Werde ich auch nicht reinbauen.
Wenn ihr natürlich mit einer Radar-Mino spielt, dann braucht ihr darüber hier nicht nachdenken, ne? Wenn ihr hier sagt, ich mach Radar, ne? Dann hat sich das auf jeden Fall erledigt. Flack, oder? Was passiert, wenn ich das hier eigentlich einbaue? Jetzt haben wir 37,5. Da kannst du ja ein riesiges Smoke-Wand legen. 96. Warte mal, ich einfach, warum rumrechnen? Ich baue dich einfach mal ein. Dann kriege ich das Ergebnis. 91, 5 Sekunden. 48. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials. Das mache ich mal. Komm, for the lulz. Was heißt for the lulz? Ist mal anders. Dann setzt du fast 50 Sekunden lang den Smoke. Handgeklapperer für versauten Abend. Da ist Pommes Boy dabei. Da fühlt er sich angesprochen. Da ist er, da fühlt er sich abgeholt. Ja, das ist mal ganz anders, ne? Warum nicht? Warum nicht? Je größer der Smoke ist, umso... Ja, was soll ich jetzt sagen? Das finde ich interessant. Weil es bringt nichts, wenn ich das gleich am Anfang verzock und tot bin, ne? Das ist auf einem anderen Blatt Papier. Und was haben wir denn hier? Meine Tower-Tarnung. Ja, schick siehst du aus. Stahlhart. Umso mehr. Ich habe immer Spaß. Du kannst das halbe Team einnehmen und verborgen am Anfang. Ja, ne? Kämpfe-Aifu? Deswegen finde ich das schön, mal mit dem Presse-Account mal einfach andere Sachen ausprobieren. Und das ist mal. Ich mag das ja out of the box denken. Ja? Da müssen wir nur mal gucken, wie lange du den Nebel. Wie lange kann ich den Nebel. Den kann ich ja 20 Sekunden lang mal locker mit Full Speed schon mal eine Linie ziehen, oder? Namen Presse, Henrik. Danke, Dennis. Ja. Du, hast du auch einen Presseausweis dabei? Oder wie war das bei welcher Film? Das war nicht das. Wie war das mit der Presse? Ja. Bei Hot. Nee, nicht hier. Wie hieß der Film noch? Top Secret? War das Top Secret? Nur bis 23 Uhr, da musst du leider ins Bett. Pommes Boy, viel länger werde ich auch nicht machen. Aber mal gucken. Alles schon erlebt. Gut, haben wir. Signale. Ohohoho. Flaggen. Vielleicht sollte man die Signale noch setzen. Aber was weiß ich schon. Finde ich aber, das ist mal ein interessanter Bild. Ich kann mir das sogar richtig gut vorstellen, dass das funktioniert. Das Einzige, ja, nach wie vor, ich muss ja, ich bin ja darauf angewiesen, dass mein Team mich ja nach wie vor oder für mich spottet. Das heißt, ich brauche sowieso einen vor mir. Ja, müssen wir mal gucken. Oder du smokest komplett dein Team ein. Das kannst du natürlich mit der Kiste auch machen. Das könntest du natürlich auch machen. So, dann brauchen wir irgendwo noch eine Flagge. Ich hätte gern, beim britischen Schiff hätte ich gern irgendwas Italienisches. Weiß, Roma klingt gut, oder? Andenkenflagge. Auf dem britischen Schiff, aus aktuellem Anlass, die Roma-Flagge drauf. Das habt ihr euch verdient, ihr Engländer. So, guck mal, nur echt mit der Roma-Flagge. Sehr schön. Den Tomorrow War geschaut, habe ich auch geguckt. Tomorrow War ist ein schöner, ist okay. Tomorrow War, das ist ja so eine Amazon Prime Exklusivgeschichte. Kinofilm, keine Serie. Ganz wichtig, wenn ihr euch den Film anschaut, das Hirn bitte an der Garderobe abgeben. Okay? Bloß nicht drüber nachdenken. Ja? Es geht da ja, ist ja kein Spoiler, es geht da auch um Zeitreisen und so. Das ist generell immer schwierig. So, bei dem Film ist es, nicht drüber nachdenken. Bitte denkt nicht drüber nach, es führt zu nichts. Einfach die Show genießen. Das ist einfach so Popcorn-Kino, da ist, sind Effekte, da sind so ein paar One-Liner, die mal zünden, mal nicht und das ist, mehr ist es nicht. Wunderbar, schön, passt, ne? Ja.
Football is coming home, genau. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's going home. Juhu! So, an alle lieben Fans des englischen Fußballs, da müsst ihr nochmal durch. Aber das haben sie sich ja verdient. Ja. Also ähnlich realistisch wie Independence Day. Wieso, was ist an Independence Day unrealistisch, Elwood? Hm? Das ist doch eine Doku. Ah? Mit Will Smith. Interessant. Ja. So, dann schauen wir uns die Kiste mal in aller Ruhe an mit diesem komischen Bild. Ja. Was ist eigentlich dieses England? Ja, das ist diese Insel. Da, wo die hübsch... Da... mit lauwarmen Cervezas und Wildschwein in Pfefferminzsoße. Das ist dieses England. Grauenhafter Film. Ja, du, ich hab dir doch gesagt, du musst dein Hirn abgeben. Ja, hast du dein Hirn nicht abgegeben vorher, ne? Ja. Das ist... Welch Kitty, guten Abend. Du hast es den Engländern so gegönnt, das Endergebnis. Hm. Obelix der Gourmet, ja. Herr Weiß, danke für dein Lurk. Kommen Sie rein. Hier gibt's Bote. Herzlich willkommen. Hier für dich nochmal. Leider habe ich Greenscreen, deswegen. Das ist Hiroshi, ne? Ja. Ah ja. Das ist. Er ist halt grün. Was soll ich machen? Ah, Mensch. So, dann wollen wir uns nochmal. Also. Da ist ja alles geblieben, nach wie vor. Interessant wird das hier sein. 9,6 reicht völlig aus. Auf die paar Meter kommt es nicht drauf an. Und was jetzt entscheidend und lustig ist, dann brauche ich sehr viel Geduld. Das wird natürlich jetzt die Herausforderung für mich. Die Sache mit der Geduld. Das hier. Die Wirkungsdauer 56 Sekunden. Das ist ja richtig auf die Spitze getrieben. Dauert 91 dann. Das heißt, wenn der Smoke komplett gelegt ist, dann... Wow. Finde ich gut. Okay. Irgendwas wird passieren. Yoshi hat eine sehr gute Tarnung, gell? Ja. Ah, das ist... Lauschebär hat nicht so eine gute Tarnung. Was ist eigentlich, wenn ich den Weißen da drüber lege? Sieht man das dann? Ah, geht so ein bisschen, ne? Hier, da, mit der Knubbelnase. Ah, ist Yoshi. Ja. Den könnt ihr live und in Action immer beim Weiß sehen. Der spielt nämlich viel Mario Kart. Es sei denn, er macht Motorrad und spielt gegen Zombies, aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Ein grünes Shirt anhaben. Das geht auch. Oder jetzt so Berliner Weiße. Die Grüne trinken. Ja, war auch gut. So, dann schauen wir mal, oder? Ich bin freudig erregt. Wir haben hier zwei Zerstörer, das ist gut. So, und nochmal hier wegen Turmdrehgeschwindigkeit. Ne, da kommen sie ran. Achtung, wir schauen mal hier hin. 3, 2, 1, zack, da sind die Türme. Also, Turmdrehgeschwindigkeit. Tremagnifik, um einen berühmten Streamer zu zitieren. Einmal Nebelwand und das ganze Cap. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Smoke-mäßig sind wir gut bestückt. Kandalf, Nabeln. Aloha und Hi. So, wie gesagt, ich hoffe, dass die beiden Jungs lange, lange leben, weil der lange Smoke oder die lange Wand, die ich setze, hat natürlich den Nachteil, A, die werden sich ja vielleicht irgendwann mal selber auch einsmoken. Aus Selbstschutz, ne? So, oder stehen hinter einer Insel wegen Cappen und ihr kennt das Thema. Und dann hat man ja öfters nochmal so leichte Außenseiterchancen, dass wenn hinten irgendwo ein Schlachtschiff schießt, es auch in Sichtlinie von jemand anderen ist, ne? Von denen oder so. Aber müssen wir mal gucken. Deathstrike incoming. Na, Rezzo? Rezzo, für wen bist du eigentlich? Ach, ich bin immer für das Team, in dem Henrik nicht ist. Mhm.
Oh, ich muss meinem Neffen noch ein Geburtstagsgeschenk machen. Ich hatte da an ein Switch heißt das noch, die Konsole, ne? Spiel gedacht. Er hat von mir schon Mario Kart bekommen und auch dieses Mario Party. Da habe ich gedacht, naja, wenn er schon ein Spiel bekommt, dann eben muss er mit anderen das spielen. Was gibt's denn da noch so? Der wird elf. Ja, er wird elf. Ja. Ein paar. So, dann setzen wir den Smaug hier gleich, oder? Oh, da ist eine E-Gear. Ich hab gar nicht. Smoke generator activated. Jetzt müssen wir mal mitzählen. Beziehungsweise, das ist ja interessant, ne? So, jetzt aber. Ah, nimm noch einen Torb mit. Da hinten ist die Bismarck. Rete die Bismarck. Der schießt hier natürlich blind rein. Kann er gerne machen. Interessiert mich nicht. Friesland, uninteressant. Auch nichts. So. Kann die Bismarck bitte noch mal aufgehen? Jo. Einfach mal sicher ist sicher. Rettet die Bismarck. 10 Kilometer, da kommt Torps, sehr schön. Die sind aber, die Torps nehme ich ab. So, 33.000 haben wir schon zusammen, das sieht gut aus. Mal weg, oder? Tschüss! 42.000, das muss erstmal reichen. Hallo, Herr Egier. Das ist cool mit dem Smoke. I like. So. Oh, nice, nice, nice. Nice. I like the smoke, smoke, smoke. Sehr geil. Oder haben wir natürlich eine Schelle bekommen, aber ist egal. Woody-Woo gedreckt. Sehr schön. So. Ja, das siehst du hier. Das war der Wedge. Das ist die alte gute Schule. Das ist die alte gute HKF-Schule. Hat er alles bei uns gelernt. Wie the enemy has taken the lead. Es sieht hier so toll aus an der Front. So, setze ich meinen eigenen Smoke. Das Teuer ist mir gerade egal. So, Woody-Woo, get tschüss. Das heißt, ist ja fast so ein Tiki-Taka-Smoke hier, ne? Oh, die 100.000 haben wir auch keinen. No Cap, no Glory, abwarten. Ich meine, ich kann mich jetzt nicht ums Cap kümmern, ne? Also, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Außerdem, das holen wir uns ja gleich. Alles gut. Was ist hier? Gorillas im Nebel. Charles Martel.
Na, also wenn der Franzose frech wird, ne? Wenn als die Franzosen frech geworden. Okay. Cagero. Oh, müssen wir mal gucken hier. Aber ist ein bis jetzt ein gutes Spiel. Limo, moin. Da. Sieht gut aus. So, wir haben noch 40 Sekunden Smoke. Alles gut. Sag mal, wenn du von da hinten, du bist aber auch, du... Kernbehindert, Entschuldigung. Alles gut. Die Benson wird jetzt stoppen. So, und jetzt... Okay. Kommen gleich Tops. Was ist da hinten? Ist irgendwo noch eine E-Gear? Alles gut. Und jetzt machen wir mal Raschen. Dann hast du mal wieder richtig gewählt. Ja, natürlich, Brandy. Deine Trollversuche werden immer mit sehr gutem Gameplay gekontert. Weißt du doch. Ah, kenne ich nix. So, jetzt kann ich natürlich nach wie vor Schellen von sonst wo bekommen. Aus der Hölle. Aber, okay, 100.000 haben wir. Alles gut. Da kommen Torps. Kommen noch mehr Torps. Alles gut. 23 Sekunden. Jetzt muss ich mich erstmal um die EG kümmern. Da vorne ist ein Smoke. Oh Gott, jetzt wird's. Ah, hätte ich nicht geschossen, aber hätte der Hund nicht. Ihr kennt das. Eine Salve muss ich überleben. Das hat wehgetan, aber das macht nichts. Wir drücken gleich mal die U-Taste. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, was sollst du noch alles machen hier, ne? Was sollst du noch alles machen? Okay, erstmal einen nach dem anderen. Du willst auch noch, du willst Torpen, gell? Der hat so ein Hydro an, das ist nicht gut. Müssen wir durch. So, haben wir. Da ist der Kollege. Einmal heilen können wir auch noch und dann gucken wir weiter. So schlimm sieht es gar nicht aus. Über die Schiffe kriegen wir noch einiges geregelt. So, eine Zitadelle, da ist noch wieder einer frech. Immerhin, alles klar. Kriegen wir, wir gewinnen das noch. Wir gewinnen das noch, selbstverständlich. Macht euch mal kein... Oh, was ist denn da hinten? Eine Monarch. Dich müssen wir noch rauszimmern, Herr Kollege. Ein Zaunkönig. Oder kommt Torps? Bitte stehen bleiben. Okay, haben wir. Warten, die Vorfahrt links vor rechts. Wir sind ja Briten, ne? So, hier ziehen. Torpedos vorbeilassen und jetzt die Benson. Benson. So, kleinen Moment. So, Jütland, geh auf Nummer sicher. Der Onkel kommt und hilft. Ah, Dieter! Ja, Dieter! Ach, Dieter! Ach, Dieter! Du bist süß. So, Dieter Dancer kriegt natürlich ein Melden, ein Spiel schlecht und Melden vielfach im Chat, ne? Natürlich. So, gut. So, der hat auch nicht mehr viel, ist weg und so viel zum Thema Caps. Ach ja. Oh. Es wird mich ja jetzt echt.
Ich würde gerne jetzt so reinschreiben, Dieter, sag Tschüss zu deinem Account. Das wäre geil, ne? Wäre einfach mal schön, ne? Hier ist Official World of Warships Account. Bin ich natürlich nicht, aber man wird ja träumen dürfen, oder? Man wird doch mal träumen dürfen. Ja. So. Hydro läuft. Wir haben noch einen Heal. Und ich glaube, dass mit den extra Trefferpunkten Heals, HP auf der Mine Tower bei einigen Kreuzern lohnt sich das echt. Just testing, moin. Ich hab die nur. Nein, ich bin, Mr. Cotton. Ja, das ist. Ja. Ich frag mich, was haben die denn noch im Angebot? 2 Östergotlands. So, Human, ne? War ein schönes Spiel, oder? So, dann wollen wir erstmal. Lob, erstmal Herrn Wedges, Herrn Dingsbums und ja, komm, auch nochmal ein Lob. Sehr gut. Also, ich finde das ein sehr geiles Konzept mit dem Smoke hier. Es ist sehr interessant. Es ist flexibler. Klar. Oh. So. Ich guck da mal nach. Ich schau da mal nach. Döp, 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 döp. So, SpongeBob, huhu! Warte mal. Wir müssen aber noch. Aufpassen, ne? Das Ding ist noch nicht gewonnen. Also beim Weitem nicht. Der muss erstmal sterben, der Herr Nevsky. Gerung geht dahin. Das war wichtig. Ja. So, sehr schön. Hätte ich nicht tippen brauchen, hätte ich den Kill noch bekommen. Alles gut. So, das ist die Mine Tower mit dem Setup. I like to smoke. Oh. Vielleicht sollte ich auch irgendwie so hier. Helric, das R steht für Skill oder so. Ah, will ja nicht angeben, aber das war gut gespielt. Das war mal gut gespielt, oder? Aber man, was heißt leicht gemacht? Es war aber gut. Ich habe gesehen, das ist eine Friesland. Was will er machen? Sie nannten ihn Henrik. Das T steht für Coach. Genau. Ja, locker. Easy peasy. Matt McLaren. Moin. Na? Warte mal. Ich kann noch mal gucken, weil du hast ja hier so dein Lead-Ding, ne? Nein, das ist Matt Mac. Ja. Sehr schön, oder? Kann man mal anbieten. Lob sind raus. There is no I in Henrik, genau. So, aber schön mal am Anfang die Bismarck. 2 Torps für 13.000, das war dann Overkill.
Die EG haben wir am Anfang gut beschäftigt. Die Izumo war auch nett mit 30.000. Der hat dann aber auch gut Tops von dem Kollegen bekommen. Es war auch sehr schön. Und Östergotland, gut, es waren dann am Ende die Nevsky. Einfach tacker, 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 tacker. Wenn der weiterfährt, was er gemacht hat, triffst du irgendwann. Einer reicht. Charles Martel, jo, gut. Und was richtig schön war, war natürlich hier vom Herr, hier Wedges. Nee, Wedges war in der Pommern, Entschuldigung. Dann war es der Kollege hier in der Jütland. Der hat für mich gesmoked. Das war sehr nett. Weil er genau wusste, oh, der muss nicht weit fahren, dann habe ich gleich wieder die Meinetower als Dacker-Dacker-Maschine bereit. Ansonsten hätte ich wegfahren müssen hinter die Insel und hätte nicht wirken können. Schön. Oh, keine Brände. Gut, oder? Jo. Ich bin zufrieden. So, ab sofort darf sich nur noch Branti-Schiffe wünschen. Wollen wir das mal so machen? Branti, hast du was dagegen? Nein, ne? Für alle, da musst du aber in St. Petersburg anrufen. So, hier nochmal Update. Für alle, die sich vorab informieren wollen. Die Holländer kommen. Die Niederländer, da sind sie. Da ist Frau Antje. Die gibt es auch als Kapitänin. Könnt ihr euch hier schon mal alles durchlesen. Und ich... Was ab sofort? Ab sofort nur noch darfst du nur noch Schiffswünsche äußern. Die kommen gut an, jedenfalls bei mir. Die Tarnung finde ich schon mal geil. Die sieht richtig gut aus, weil ich auch mit diesem Weiß und dann hier mit den schicken Orange. Also das ist schön. Mr. Zock, danke für den Follow. So, also könnt ihr euch schon mal hier Keilereien, Clans, na gut, Divisionssterne, oh warte mal, Geschenk abholen. Denkt ihr mal dran, hier sind, ach so, Geschenk abholen, ich bin ja hier mit dem Account, na ist egal, das kann ich ja auch noch mit meinem, das mache ich am Patch der Waffenkammer, neue Inhalte. Naja, da ist Frau Antje. Schön, oder? Titascha. Gut. Gut. Ich glaube, das war das Highlight des Tages, oder? Vor allen Dingen viel entscheidenden Schaden auch gemacht. Und da hat man gerade am Ende auch wieder gesehen, wie wichtig RPF ist, gell? Also wenn ihr nochmal bei einem Kreuzer euch nicht sicher seid, benutzt RPF und holt euch das. Das ist... In einem Gefecht. Ach, wieso immer so in einem Gefecht? Jetzt kannst du aufhören. Na, wir machen noch. Komm, ehrenhafter Dienst. Auch da müssen wir noch mal ein bisschen nach vorne stürmen. Zugestellt. Das ist nicht aktiviert. 200 Mal, komm. Aufgabe akzeptieren, zack. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, falls hier Aufträge dabei sind, die ihr nicht mögt, oder die euch, weil jetzt hier Schlachtschiffe ist, und zerstören sie in einem gegnerischen Gefecht einen gegnerischen Zerstörer mit dem Schlachtschiff, da müsst ihr es ja nicht drauf anlegen. Ihr könnt hier die Aufgaben wiederholen, dann kriegt ihr die Belohnung nicht, aber die Sterne. Das ist gerade bei so Aufträgen, die so Sammelaufgaben sind, die du kontinuierlich abreißen kannst. Wie Schaden machen, potenziellen Schaden oder Kills sammeln und. Dann lieber sowas nochmal wiederholen, als dann irgendwelche... Das kann beim ersten Mal klappen und manchmal brauchst du 50 Gefechte dafür, ne? Ja. Gunboats nur mit RPF.
Ich habe zum Beispiel fast bei jedem Zerstörer auch RPF drauf, bis auf einige Ausnahmen. Und zwar sind das so diese Schiffe. Kannst du auch machen, aber wo du dann eher den Skill haben willst mit der Reichweite. Das kann man aber auch so oder so machen, ne? Ja. Ja, oder auch bei den Deutschen. Du hast ja dein, wie heißt es? Trägheitszünder. Hast du ja schon integriert. Ja, brauchst ja nicht. Kriege ich ein Abzieben-Ruppelbild von der Kara? Naja. Als CV-Main, du. Oh, Retzo, falls du da bist, GZ zu deinen 53%. Das ist doch schön. Das ist doch gut. Und das ist dann nicht laut WoWS nur. Das ist dann auch von mir. Ja, natürlich. Ist doch gut. PR von 1350, Siegrate 53%, 6000 Gefechte. Passt doch, ist doch gut. Passt, GZ, mein Lieber. Patty, einen wunderschönen guten Abend. Oh, ich muss mir noch einen anschauen. Kleinen Moment. Und zwar, ich wollte mir ja noch diesen Unsympath anschauen. Was war der Benson-Spieler, gell? Sogar auf Platz 1. Weil er mal ein gutes Spiel hatte, ne? Ja, 46. Ja. Also, auch da laut meiner Erhebung, die ich hatte es mal gemacht. Tendenziell sind eher solche Leute, die andere dann als Wichser beleidigen. Das hat er ja gemacht, ne? So, instant, nachdem er draußen war. Es gibt auch Leute, die spielen gut und beleidigen, aber es sind meistens eher sowas. Vor allem, wenn du es an alle schreibst. Der andere macht doch nur seinen Job, wenn er dich wegballert. Das ist ein ganz einfaches Konzept, ne? Aber es ist egal. Also insofern, ich brandmarke solche Leute immer gerne, weil, ist ja seine Schuld. Ne? Wenn er meint, so auftreten zu müssen, dann sage ich auch hier, da ist er. Der ist unsympathisch, ist nicht nett. Und dann hat es verdient. Mal ins Rampenlicht gezogen zu werden. Oder? Ja. Meiner Meinung nach ja. Gut. So, CC-Kiste gibt's zu gewinnen. Ausrufezeichen, geile CC-Kiste, Groß-Kleinschreibung, egal, Follower müsste sein, Rabbitsong kommt rein. Und dann gehe ich mal kurz für kleine Jungs. Kaffee hole ich mir aber nicht. Naja. Und danke für die Follows. Genau, und denk dran, Follower müsst sein. Ne?
Sehr gut. Böse, moin moin. Und an der Stelle nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die schon eingeschaltet hatten, sich vielleicht gerade eben auch gemeldet haben, aber ich war aus Gründen gerade sehr im Gefecht vertieft. Es hat sich ja auch gelohnt. Ha, schön. La 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 la. Gut. Das müssen wir noch machen. Alle ab. Na, heute habt ihr aber sehr gute Chancen für eine CC-Kiste. Ich warte noch mal ein bisschen. Komm schon, Papi braucht endlich eine Kutusov. Soll ich den Bauplan rüber mailen? Würde ich, mache ich. Habe ich kein Problem mit. So, dann nochmal der Hinweis. Ich hatte schon mal gesagt, aber ich mache es nochmal gerne, weil dann warte ich nochmal ein bisschen ab. Kann sich der ein oder andere gerne noch eintragen. Erstens, es gibt jetzt immer um 9 Uhr einen Stream. Jawohl. Und zwar haben wir da zurzeit auch längerfristige Projekte am Start. Black Flag, Unity, Assassin's Creed abgeschlossen. Und zurzeit das neue Projekt ist Greedfall, ein sehr, sehr tolles RPG. Dürft ihr gerne mal einschalten. Morgens immer um 9 Uhr geht's los. Ausnahme wird sein am Donnerstag, da machen wir World of Warships, geht aber auch um 9 Uhr los. Welchkitty, danke. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ist gerade was aufgefallen. Danke für deinen Sub und viel Spaß mit den Emotes. Stubby, Nabend. So, das erstmal. 9 Uhr musst du arbeiten, kein Homeoffice mehr. Ja, passt bei mir halt besser rein, das ist immer so. So, aus dem Grund mache ich dann ja gerne ab und zu mal abends dann, also was heißt, dann nochmal einen Abendstream. Und dann World of Warships, eher mal. Mal, da kann ich jederzeit anfangen, aufhören. World of Warships kannst du auch mal 2,5 Stunden zocken. Ne, heute habe ich ja noch ein bisschen später angefangen. Wann habe ich angefangen? Vor 1:30, ne? Ja. Kurz vor 8, glaube ich, weil da noch einer angerufen, Vater zurückgerufen, einkaufen gewesen, noch schnell in die Dusche gehüpft, schön gemacht. Und dann hat das ein bisschen gedauert, also abends dann gerne mal auch nochmal ein extra Stream. Ja, und sonntags immer World of Warships. Sind die Eckdaten. Und wenn ansonsten was ist, immer Discord. Da gebe ich auch alles so rund um dieses Thema bekannt, wann, wo, wie und warum. Gut. Dann ziehen wir mal einen Gewinner. Oh, gewonnen hat. Jemand, der mag wohl Herrn Bender, ne? Tankologe. GZ. Ragnar! Moin. Udin! Nein, Udin hat nicht gewonnen. Tankologe. GZ. So, und das Giveaway-Spiel, das weiß ich, auf dem Discord muss ich auch noch auflösen. Wie gesagt, mache ich. Heute Morgen, je nachdem, wenn es passt. So, einen frischen Code. Eine frische Kiste. Kleinen Moment. Wird noch schnell zusammengezimmert. Taka, 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 taka. Und ich habe noch Codes mit Community-Marken. Da muss ich auch noch ein Bildchen machen. Herzlich, Herr, da ist er ja. Hi und danke. Schon wieder, ne? Typisch. Immer die Subs, die gewinnen. Das ist ganz schlimm. Und zwar, oh, das erste Mal, dass du gewonnen hast. GZ. CC-Kiste. Darfst uns dran teilhaben lassen, was drin war? Gerne. So, das kommt mal weg. Und wollen wir mal was gucken. Herr Knoppers, guten Morgen, na? Haben wir. Gut. So, dann Schiffswünsche, bitte her damit. Mal heute Shibuta. Die Kreppe, Kutusov, okay. Kreppe, Kutusov, Goliath hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt.
letztens. Kleber als Torbild. Lack gesoffen. Kannst du nachsehen, von wem du den Sub hast? Ja, kannst du. Und zwar müsste das immer sein, wenn du... irgendwo Twitch auf hast am PC, da müsste rechts oben, da wo Benachrichtigungen sind, da musst du mal draufklicken. Benachrichtigung und dann mein Twitch. Und da siehst du auch, wenn du ein Sub geschenkt bekommst, da siehst du auch, wann Geschenkabos ablaufen oder Abos ablaufen. Da steht dann auch, wann du Drops bekommst für Loot etc. etc. Ja. Also rechts oben, Benachrichtigung, da mal draufklicken, da kriegst du das alles mit. Zack. Heavy, Des Moines, selber zu offensiv. Gucken wir mal. Hast du gefunden? Sehr gut. Es war wahrscheinlich Herr... Warte mal, lass mich raten. Bestimmt King Brown gekommen, oder? Ja. Die Bismarck stärker als die Tirpitz? Tolgi finde ich auch, weil mit dem Sonar kann ich immer arbeiten. Mit den Torps ist sehr situativ. Wie man sie richtig spielt, Flo, da würde ich dir deinen Namensvettern, den Flo Fasermoor, empfehlen. Der spielt Salem und das ist ja eine etwas anders gebaute Des Moines empfehlen. Weil ob ich das gut kann, weiß ich nicht. Gut, deshalb ist wieder Nebel, Kreppel. Dann machen wir erstmal Kreppel. Oder machen wir einmal kurz die Kreml und dann, Flo, schauen wir mal, ob ich dann vielleicht, ist ja egal, 8er, 9er oder 10er, mal gucken, ne? Feng Yang ist auch interessant, das schreibe ich mal auf. So, guck mal hier, meine Konzeptzeichnung, geil, ne? Hier. Sollte ich vielleicht versteigern. Wenn jetzt einer sagt, das kann mein 6-jähriger Neffe auch malen, dann tut ihr dem 6-jährigen Neffen Unrecht. Also, Feng Yang. Und USC. Das ist ja nicht CL, das ist dann Heavy. So, schreibe ich mir mal auf, die gefallen mir. Aber vorher gibt's The Krabbel. Da muss ich auch Spiegelverkehr zeichnen, so wie bei dem Ironieschild. Da habe ich das sogar gemacht, gell? Ja. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen sieht man es, glaube ich, bei dem R, wenn man genau hinguckt, hier. Da habe ich mit Bleistift vorgezeichnet. Und dann mit einem schwarzen Filzstift oben drüber. Wahnsinn, oder? Malen nach Zahlen, du. Hier machst du, hier erlebst du Dinge. Gibt's nur hier auf dem Kanal. So, Kreppel. Ich glaube, Standardbild mache ich, oder? Ich schau mal nach, was die Leute hier sagen. Aber da muss man sich ja, wie gesagt, auch an der Stelle nochmal der Hinweis. Es gibt ja eine Liste, die berühmte Captain's Build-Liste von den lieben netten Leuten von Help Me. Immer dran denken, das ist alles immer nur ein Vorschlag. Ich werde jetzt nicht den Kreppelbild nehmen, den die dort haben, glaube ich. Weil ich mittlerweile kein Brandschutzfan mehr bin. Ne? Wo ist er denn? Huhu. Was machst du denn auf der Lasso? Wieso denn umschulen? Ah, es passt schon. Ist egal. Komm. Ach. Ist ja auch nur der Presse-Account. Deswegen habe ich den noch hier drauf. Wieso hast du nur 19 Punkte? Kriegen wir das noch vorher gepimpt? Nee, ne? Okay, gut. Dann ist die Frage, ob ich einen Kuznetsov aufnehme oder einfach einen anderen 21er.
Muss ich mal überlegen. New York, einen wunderschönen guten Abend. Danke fürs Vorbeischauen. Lass mich gerade überlegen. Ah, ein 21er hätte ich schon gern. Ein 20er zumindest. Ein 20er zumindest. Dann... mal gucken. Elite umtauschen. Das wird aber noch nicht reichen, ne? Nein. Gut, macht nichts. Dann schauen wir uns das erstmal in aller Ruhe an. So, ich hätte gern... Obwohl, nee, das geht. Ich krieg ja mein Bild hin mit 19. Ja. So. Das reicht ja. Genau. So. Dann, was haben wir hier eigentlich als automatischer Hauptbatterie-Lademechanismus, um Jottes Willen? Ladezeit der Hauptbatterie minus 18%, Anzahl der Verbrauchsmaterialien minus 1, oh, das ist hart. Oha! Feuerreichweite der Hauptbatterie minus 12, taucht das was? Nee, weil, warte mal, ich habe hier minus 12. Das heißt, es geht nur um die Differenz, das heißt, es sind 6% Punkte. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Die Reichweite wäre, glaube ich, nicht so das Problem, wenn die ein bisschen in die Knie geht, ne? Ist ein bisschen wenig, gell? Ne, dann nee, bleiben wir beim Altbewerten. Komm, das ist... Tarnsystem, alle hopp. Bei der Kreppel könnten wir Antrieb oder Schadensbegrenzung nehmen. Wir haben 4 davon, das reicht, glaube ich. Ich nehme mal Schadensbegrenzung, ich werde eh mehr fahren. Ist, glaube ich, besser. Zielsystem, das ist relativ eindeutig. Das und das sieht... Türme uns nicht auseinanderfallen, obwohl man das, glaube ich, nicht unbedingt braucht, ne? Das Dock schlägt wahrscheinlich genau aus dem Grund Hüpfbewaffnungsmod vor, weil die Türme relativ strong sind, ne? Ja, das minus 1 tut sehr weh. Ja. Und diese 6% Differenz ist es ja nur. Das lohnt sich halt nicht irgendwie. Finde ich interessant, dass das hier vorgeschlagen wird. Ja gut, für die Flugabwehr ist es ganz interessant, ne? Nehmen wir mal. Komm. Ah, die werden sich schon was gedacht haben, die lieben Jungs von... von Help Me. Und ich werde es ja sehen. Also der Hintergrund ist einfach, wenn du die ganze Zeit mit HE beschossen wirst, es geht ja nicht immer nur damit, dass du brennst. Du, wenn du die ganzen Aufbau, die Secondaries, die hier sind, die Flak, die hier ist, die wird ja auch rausgenommen. Und so bleibt die halt bestehen. Sollte man vielleicht öfter, sogar mal viel öfters ausprobieren. Ist natürlich immer eine Frage, wie stabil sind die Türme, sind die Haupttürme. Ja. So, Typ 20, Kreppel. Haben wir Signale, alles drauf, alles drauf, alles drauf.
dich nochmal und... Gott. Whamming Speed. Natürlich. Aktivieren. Dann brauchen wir noch eine hübsche Flagge. Ich hätte gern... Ja, und dann erzählt er selbst. Gell, Knobber? Das ist immer... Ja. Aber ist ja gut. Dann kannst du sagen, ja, genau, das habe ich auch geschrieben. Ja. Das ist der Vorteil, wenn du halt quatschst. Da bist du immer schneller. So. Gut, wir haben alles. Also, dann nochmal kurz zur Kreppel. Ich... 29 Sekunden Nachladezeit. Also wir haben jede Menge Geschütze vorne. Zwei Drittel. Bloß nicht Breitseite stehen. Ne? Sollte man generell nicht, aber hier macht es noch weniger Sinn. Krampfhaft versuchen. Betonung liegt immer auf krampfhaft, den hinteren Turm einzubringen. Denkt immer an bei solchen Schirmen. Ihr habt zwei Drittel der Feuerkraft vorne. So. Flugabwehr bleibt bestehen. Wir haben... Gerade mal, es interessiert mich sekundär... Naja, 8 Kilometer, aber 8% Brandwahrscheinlichkeit, warum nicht? 13,4 Tarnwert. Und der Rest ist so, wie er ist. Und wir haben unseren Super-Duper-Typ Kuznetsov da, den ich immer sehr, sehr jedem ans Herz legen kann und möchte. Und in dem Zusammenhang, denkt immer dran, Kohle nicht immer nur auf die Schiffe schielen, unabhängig davon, was man hier für den ausgeben muss. Denkt immer dran, ihr könnt euch auch Kapitäne holen. Und durch das neue System kann man die auch vielseitiger einsetzen bei den goldenen Schiffen. Gut. Habe ich irgendwas vergessen? Und dann ab damit. Zack. So. Oh, ein Achter. Shukaku. Yamato, Minnesota, Champagne, Bismarck, Amagi. Wir haben eine Shima. Und eine Yoshino. Das geht eigentlich. Was die Tops angeht. Die Ecke. Ich hasse diese Ecke hier. Weil hier auf der... Das hasse ich wie die Pest hier. Kann ich hier vielleicht mal von da operieren? Das ist... Ah. Oh, ich habe... AP. 15.000 Kohle, Tanko Loco GZ, mein Lieber. Kauf dir was Schönes davon oder leg's mal aufs Sparbuch. Das ist ja schon... 9% für einen guten Kapitän. Ja. Also für ihn hier. Ah. Herrn Kuznetsov. Und was man bei der Minotaur gerade eben auch nochmal gesehen hat. Also zwei Sachen bei der Minotaur. Also das Legendäre in Kombination mit dem Brands, also diesen, sag schon. Der Sound ist wie immer sehr fett. Gucken, ob wir es treffen. Glaube eher nicht. Yogumo Smoke die Moskau. So, jetzt kann ich jetzt. Nee, das vergesst es. Ich fahre jetzt nicht nach außen. Dann lassen wir es halt. Nee, Entschuldigung. Dann fahre ich hier weg. Entschuldigung. Ich werde nicht auf die 10er-Linie fahren, wenn ich vor mir kein eigenes Schiff habe. Das könnt ihr abhaken, das könnt ihr knicken.
mache ich nicht. Ist mir zu blöd. Nee. Können gerne die anderen Schlachtschiffe machen. Nö. Dazu ist mir das viel zu gefährlich. Halt ich lieber weg. Ist ja auch was Schönes. So, dann kriegen wir auch bessere Winkel vielleicht auf die Yamari raus. Oh, das könnte jetzt richtig wehtun, Herr Kollege. Abpraller! Ich bin enttäuscht! Das war schon besser. Das siehst du, ne? Wenn die Kisten, wo die dann einschlagen, die Mumpeln und dann... Da ist eine Hindenburg, eine Yamato. Hier sehe ich mich doch. Ah, jo, sehe ich auch. Kann ich jetzt aber überhaupt nicht mehr drauf wirken. So, dann lassen wir uns mal gerade ein bisschen Zeit. Oder ist die Bismarck? Ich warte aber bis die Amari. Der dreht doch wieder hier komplett rein, oder? Tut er leid. Oh. Le Fantastik? Ja, mach ich doch nicht. Dazu ist mir die Amari 10.000 dann doch lieber. Na, Cleveland, kommst du hier rum? Das wäre ein Traum, Cleveland. Also hier weghalten passt mir momentan auch viel besser ins Programm rein. Na? Du willst doch hier komplett rumdrehen, oder? Komm, Cleveland. Glück gehabt. Ja, das wird nicht treffen. Obwohl, mal gucken. Das sind diese berühmten A, wird nicht treffen und dann eine Zita. Diesmal leider nicht. Du wirst doch nach oben abdrehen wollen, oder? Komm. Etwa nicht. Die interessieren mich alle nicht. Die können alle nicht auf mich wirken. Wie sieht's denn aus? Soweit ganz gut. Ich habe sonst kein gutes Ziel, ne? Ich dachte, der kriegt einen Torp. Deswegen habe ich nicht auf die Amari geschossen. So, mit der dritten Salve dann doch getroffen. Passt doch. Und du naschst einen Torp. Das ist schon mal relativ sicher. Die berühmte Mitleid-Zita, ja. Die Kill-Zita. Die, auf die wir uns immer freuen, ne? Und ich bin froh, dass ich nicht hier stand. Hier in der Kite-Position, wunderbaren Winkel. Das kann den Gröpel da jemand wegballern? Danke. Der hatte nicht mehr viel. So, jetzt fahren wir da noch rein. Türme auf die andere Seite schon mal legen. Deswegen gucken wir nach da. Nicht, weil die Eisberge da hübscher sind, sondern damit der hintere Turm rumdreht. Minnesota.
Nicht, dass die Minnesota schnell wegfährt. So, sieht gut aus. Da hinten ist die Bismarck, die Fantastik, interessiert mich alles gar nicht. Versuchen wir hier die alle mehr so in der Breitseite zu kriegen. Dann heißt erstmal ab damit. Auch dieses Gefecht ist wieder ein wunderbares Beispiel für, oh, du brauchst unbedingt einen Inspekteur, ne? Braucht man nicht. Ja, es wird immer Gefechte geben, wo ein extra Heal oder irgendetwas extra noch super duper ist. Aber denkt dran mal, wie viele Gefechte habt ihr, wie hier jetzt. Das ist einfach ein Roffelstomp auf unserer Seite. Was willst du da jetzt noch mit dem extra Heal mehr? Oder mit, egal welches Schiff es ist, noch mit dem Radar oder, ne? Brauchst du nicht immer. Also seid da vielleicht immer mal ein bisschen flexibler. Ich werbe gerne dafür. Ist okay. Können wir sogar vielleicht noch nachher auf die Bismarck wirken. Ich glaube, ich brauche da gar nicht mehr drauf schießen. Der hat schon schwer genug. Mhm. King Dreamer, ahoi! Oh, was sehen meine entzückten Augen dort? Bei Rüsselkreuz, ja, aber nochmal, ne? Es ist. Natürlich gibt es Schiffe, wo das sinnvoll ist, ne? Aber, mir geht es immer darum, es gibt ja manchmal Leute, die sagen das immer bei jedem Schiff, bei jedem. Und da einfach mal ein bisschen offener für sein. Was? Ich bin enttäuscht. Ein Endgegner? Ja. Gottes Willen, die haben ja gar nichts mehr hier. Ja, Mato, hör auf, da angewinkelt durch die Gegend zu fahren. Shukaku, was brauchen wir eigentlich da für einen Vorhalt? Kreuzermäßig, ne? 1,5. Pi mal Daumen. Mal gucken. Naja. So, dann können wir vielleicht noch ein bisschen rumrammeln. Viel schon mal ziehen. Yamato, ich schieß glaube ich gar nicht. Es sei denn, du bietest mir ein bisschen was an. Das ist mir noch nicht. Das ist mir nicht gut genug, glaube ich. Weißt du was? Ich rammel dich weg. Ja. Oder du machst nochmal auf. Je nachdem. Das ärgert die Leute dann nämlich am meisten, wenn du dann anfängst wegzurammeln. Das ist. Das war nicht gut geschossen. Hui! Das ist ja wohl ein Scherz gewesen, oder? Ich wollte schon sagen. Ja, ich krieße ihn nach verdoppeln. Was habe ich denn verdoppelt gerade? Ramming Speed, komm! Ah, wir können doch mal auf den Franzosen. Nee, machen wir nicht, oder? Komm. Nee, doch kein Ramming Speed. Weißt du? Und. Ah! 33.000 ist in Ordnung, oder? Kann man anbieten. So, da hinten noch den Franzosen. Und oder die. Ah, ich kann nur einen töten. Muss mich entscheiden. Und jetzt der Deto. Ah, one is okay.
Hoffentlich kommen die Schüsse noch an. Knall ihn ab! Gott. Wer hat sich Kreppel gewünscht? Da ist er. Muss mehr kommen, ne? Keine Krake. Ah, muss mehr kommen. Ah, muss mehr kommen. Schaut langweilig aus, gell? Guck mal hier, und mit der Leistung bist du dann nur auf Platz 4. Guck mal hier mit einer, hier, siehst du mal, mit dem 8er auf Platz 2. Ja? Wenn es dann immer so Leute gibt, die dann sagen, ah, kannst du nichts machen und so, ne? Nehmt euch mal ein Beispiel an dem. Ja. Bei Rot und Bismarck auf Platz 3, auch das ist gut, mit 700, wenn du mal den Rest überlegst. Ne? Und da eine Hindenburg, so ein tolles Schiff. Schauen wir uns mal an, ob der nur Pech hatte. Nein, das ist nicht Pech. 46% bei 3000. Wie gesagt, geht nie um den Menschen, nie um die Person. Es geht mir in dem Zusammenhang, und ich mache es dann ganz kurz. Die Leistung, die auf dem Platz liefert, hier bei World of Warships, wird sich in 99,9% der Fälle auch auf die Werte wie Personal Rating und Winrate übertragen. Jeder, der was anderes behauptet, lügt sich selber in die Tasche oder versteht es nicht. So, das ist... Ne? An der Stelle nochmal ganz klar gesagt. Aber ich glaube, die Anzahl der Leute, die diesbezüglich unterwegs sind, werden weniger. Ich hoffe es jedenfalls. Obwohl ich ja letztens mal hier so einen ganz großen Kollegen hatte, der ja... Aber gut, das war dann ja relativ schnell beendet. Ja. Und falls jetzt jemand fragt, warum ich Signale nehme, wie gesagt, ich bin auf dem Test-Account, und auf dem Test-Account kann ich keine Kohle sammeln. Das heißt, ich brauche das nicht. Habe ich lieber die Signale. Gut. Ach so, weil letztens wohl auch irgendwie, ich finde das interessant, ich wurde angeschrieben, ob mir eventuell ein Lapsus passiert wäre, weil ich hier bei den Aufträgen gezeigt habe, wie Supertester-Aufträge aussehen, wenn man testet. Und dass man da, was für man da bekommt. Ist natürlich totaler Schwachsinn, ne? Natürlich ist es nicht NDA oder geheim. Wie soll etwas geheim sein, was auf dem Client ist? Das kann sich ja jeder rausziehen. Ne? Das ist das eine, das andere ist, ich frage mich immer, warum Leute sich Gedanken machen darüber. Da muss irgendwo im Hintergrund eine Diskussion mal abgelaufen sein, ich verstehe das nicht, ja. Also, und wer das System nicht versteht, ich erkläre es nochmal, auf dem Client, das, was ihr bei euch auf der Fest, da sind auch die ganzen Daten von den Testschiffen. Und auch solche Aufträge. Und dafür wirst du dann freigeschaltet. So. Das heißt, diese ganzen Daten kannst du raus auslesen. Das machen ja die ganzen Seiten, die Schiffe vorstellen. Oder wo du rumfuchteln kannst. Ihr glaubt doch nicht, dass die Daten da manuell irgendwie über Wargaming per E-Mail gesendet werden und dann da einer händisch sitzt und die einträgt. Die lesen die Daten aus und tragen sie da ein. So, das heißt auf gut Deutsch, Entschuldigung, ich muss mal ansprechen, wie minderbemittelt musst du sein, bei so etwas drauf zu kommen, dass so etwas eventuell NDA wäre und vielleicht hat der Hellrich da was gezeigt, was er nicht hätte tun dürfen. Macht euch bitte über andere Sachen Gedanken. Vielen lieben Dank. Gut.
So. Nichts gegen liebgemeinte Hinweise oder so, aber manchmal bin ich da. So, was hatten wir noch? Feng Yang oder ein Heavy Kreuzer. Was ist denn der Feng? Gerade mal gucken hier. So, die Leute sorgen sich halt. Ja, Zeugler, es ist, aber manchmal ist es anstrengend, das muss ich mal kurz sagen. Feng Yang ist ein Achter. Was ist das? Kann die Kiste was? Was ist denn das für ein Boot eigentlich? Ich sag nicht, dass ich die jetzt spiele, ich will erst mal gucken. Ja, kann was? Das sind die Tiefwasser. 12 Kilometer, okay, spielen wir. Spielen wir! Akizuki nur etwas schlechter, okay. PR ist teilweise aber schwierig. Ja, natürlich bekommst du. Aber PR kannst du aber auch riggen. Weil das ist ja auch. Ne? Insofern. Aber Ataro, mal gucken. Die HE kann gar nichts. Doch, die kann Leute in Brand setzen. Mit 8%. Das würde ich mal nicht unter kann nix, ne? Abtun. Ist wirklich wie eine Akizuki, ne? Wer hatte sich die vorhin gewünscht? Warst sogar du das Serious Black? Dann schauen wir da mal erstmal in aller Ruhe rein. Genau so. Da. Kein. Ach so, deswegen. Warte mal, klar, eins. Weil du nur 17 mm hast. Ja, ist ein Thema. Da musst du, ja. Aber man, wir haben ja noch AP, gell? So, aber eins am anderen. Wir schauen erstmal, ob wir diesen anderen Kapitän drauf haben. Oder diesen irgendwo. Gibt's doch noch. Diesen panasiatischen Kapitän. Wieso haben wir den nicht? Wieso haben wir den nicht? Gab es da nicht einen, der Brandwahrscheinlichkeit ein bisschen besser ist? Oder bin ich gerade falsch abgebogen? Da gab es doch welche, zwei Stück, ne? Aber die sind hier wohl nicht dabei, macht nichts. Ist halt so. Dann nehmen wir den, 21, alles gut. Die Stalingrad, guck ich mal. Stalingrad. Ja. So. Und nochmal kurz zu Rage Kitty, hat es ja schon so ein bisschen angesprochen mit diesen PRs, teilweise aber schwierig. Das teilweise, das Wort würde ich ersetzen in geringfügigen Einfluss. Also es ist natürlich ein sehr spezieller Fall, den du beschrieben hast, Captain Metall. Also. Dass du Radar zündest, einer geht auf und dann. Ja, nur nochmal. Das ist insgesamt von dem, was alles stattfindet, in den ganz großen Kuchen, ist es ein ganz kleiner Ausschnitt. Und ganz kleine Sachen sollte man bei sowas immer vernachlässigen. Das ist dann immer so, man sucht sich immer irgendetwas raus, um zu sagen, ja, aber das ist ja mit der PR manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber das sind dann immer die letzten paar Prozentpunkte. Und darüber zu diskutieren, ist meistens nicht sinnvoll. Wie skillen wir eigentlich die Wiener Aki, oder? Fen Yang, wo ist er? Oh, gibt sogar ein Bild für. Das ist ja schön, ist ja angenehm. Was empfehlt ihr denn? Also machen wir erstmal standardmäßig. Was wird denn hier empfohlen? Oh, interessant. Ladezeit, kontinuierlicher Flugabwehrschaden, das sieht.
Warte mal, was machen eigentlich nochmal die Torpedos? 1x4, 122. Okay, wir sind ein Gunboot. Scheiße, was machen wir jetzt? Erstmal meistern. So, dann haben wir das schon mal hinter uns. Weil da passen wir nicht mehr an. Das ist so, dann haben wir noch 11 Punkte. Funkortung. Wir haben Nachladebeschleuniger, das ist gut. Trägheitszünder. Dann geht natürlich unser Brandschaden in die Knie, ne? Das wäre das, was auch der Guide vorschlägt. Das macht, glaube ich, sogar, es macht Sinn, oder? Ich glaube, die Brandwahrscheinlichkeit, die runtergeht, das ist natürlich ein bisschen tragisch gegenüber dem, wenn wir gegen Schlachtschiffe schießen, aber das sollte nicht unser Thema sein, oder? Mit 17 mm Pen, nur um das hier nochmal kurz den Vergleich zu sehen. Bei 100 mm machst du halt nicht viel. Bei 100 mm kannst du auch noch nicht mal mit HEAP großartig wechseln, oder? Und die Frage, Moment, die Frage wäre auch, was wäre die Alternative? So, 1 Prozentpunkt kriegen wir noch drauf mit den Flaggen. Das ist kein Thema. Dann kriegen wir halt 5 statt 9. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Und glaube, das ist so in Ordnung. Dann haben wir halt keine Funkortung, ne? Es sei denn, wir zerlegen hier noch Adrenaline Rush oder Hauptbatterie und Flugabwehrspezialist. Wenn wir das zerlegen, dann kriegen wir natürlich noch Funkortung rein. Aber das ist muss halt ohne gehen, ne? Was kriegen wir? 6,8 Tarnwert. Kriegen wir noch runtergedrückt? Wir machen es mal so. Das wird natürlich für mich ein bisschen ungewohnt, ohne Funkortung spielen. Das ist wieder so eine Kiste, da hättest du gern alles drauf. Ja. Funkortung, komm, Torpedoskip, ja, Pyrotechniker, ich hätte gern alles. Tja. Leider geht das nicht. Ausrüstung. Das ist relativ eindeutig. Antrieb. Weil wir im Nebel stehen und ballern. Da gucke ich nochmal. Oh, wir haben ja einen Motorboostbeschleuniger. Der gibt 8%. Da wir haben sogar noch Def-AA. Nicht, dass es sinnvoll. Also, ich nehm's. Nehmen wir Motorboost. Und da natürlich das Ditte. Ach so, gerade eben noch mal kurz zur Erwähnung bei der Kreppel. Gut, ich wurde ja nicht so häufig beschossen, aber die Türme haben gehalten. Die Türme haben gehalten. Die Türme haben gehalten. Was wird denn hier vorgeschlagen? Warte mal, der Guide sagt sogar Nebelerzeuger. Kleinen Moment. Sehe ich aber anders. Obwohl, Dauer 5% von wenig. 33 zu 70. Wir bauen es mal gerade rein, nur damit ich sehe. Dann brauche ich nicht rumrechnen. Ja, kann man sogar machen. Das ist dasselbe wie bei der Minetower so ein bisschen. Geht unter die Rubrik, also die Dauer der Nebelwand. Die 3,5 Sekunden machen den Lauch nicht fett, dafür ist die Wirkungsdauer länger.
Ja, ist okay. Man könnte noch Torpedowerfer-Mod nehmen. Torpedogeschwindigkeit 5% mehr. Wir haben 12 Kilometer. Naja, Ausrüstung, Äußeres. Mond. Na, wer es mit den Augen ein bisschen hat, dann bitte jetzt gerade nicht drauf gucken. Einmal schnell die Umfrage zum Clan, zu der Clan-Boss-Season ausgefüllt. Oh, Feedback. Das Feedback-Formular im aus dem Discord von Wargaming. Schön, freut mich, dass du das machst. Da, auch da kann ich jedem nur raten, dass man darüber mal nachdenkt. Wieso ist das Ding nicht automatisch dabei, aber der stehe ich gerade nicht. Haben wir. Haben wir auch alles. Aktivieren. Einmal Ente süß-sauer. Das lässt sich auch mit Emotes darstellen, ne? Müsst ihr auch mal ein bisschen kreativer sein, ne? Hier, zack. Chat. Ja, sehr gut. Ja, Rage-Kitty finde ich gut. Oh. Finde ich dir danke für den Raid. Kommen Sie rein. Danke. Nochmal einen extra Applaus. Vielen lieben Dank. Heute ist Schiffswunschtag. Abend. Nochmal einen kleinen Abendstream. Es läuft fantastisch. Wir haben richtig gute Gefechte heute. Richtig, also ist jetzt nicht übertrieben. Wir haben richtig schöne Gefechte heute, oder? Ich hoffe, bei dir lief es ähnlich gut. Wenn nicht, da kannst du ja am Donnerstag, freut ihr euch schon alle? Phil, freust dich auch schon? Donnerstag, Patchday. Es wird wieder fantastisch, großartig, ne? Beste Tag im ganzen Monat, Patchday. Und ich wurde dazu, was heißt genötigt? Ihr dürft euch ja Schiffe wünschen und die Feng Yang wurde sich gewünscht. Das Ganze spiele ich auf dem Presse-Account, da sind alle Schiffe da, da sind genügend Ressourcen. Da kann man auch mal ein bisschen rumexperimentieren und dann spiele ich auch mal Schiffe, die ich vielleicht sonst gar nicht so häufig spiele. Und siehe da, es funktioniert sehr gut. Ja, ja klar, war gut, sehr schön. Patch Day! Du willst auch so viele Booster? Ja, das ist... Wer CC, kriegst du auch einen Presse-Account. Dafür sind sie auch gemacht. Ja. Obwohl ich auf meinem Hauptaccount auch fast alles habe. Aber in der letzten Konsequenz macht es halt einen Unterschied, ob du hier nochmal 300.000 Dublonen und den Rest alles hast, ne? Das ist dann schon ein Unterschied. Gut. Ich habe ansonsten alles drauf, ne? Hier haben wir alles, das ist auch alles. Und dann schauen wir uns die Kiste nochmal an. In aller Ruhe. Die Feng Yang. Oha. Also, ich muss dran denken, wir haben zwei vorne, zwei hinten. Ich habe hier mal mit Trägheitszünder gearbeitet, damit wir die 21 mm Pen kriegen. Ja, 5% Brandwahrscheinlichkeit mehr wird es nicht, aber ist okay. Wenn ich nicht Trägheitszünder hätte, hätte ich 8 Standard plus 1 Prozentpunkt, 9. 9 oder 5 Prozentpunkt, 4 Prozentpunkte Differenz. 12,5 Reichweite Torpedos. Da muss ich dran denken, der hat Ladezeit 152 Sekunden, hier 122, okay. Sind die Tiefsee, ich sag immer Tiefseetorps, wie heißen die eigentlich offiziell? Tiefwasser, ich sag immer Tiefsee, weiß auch nicht warum. Ich sag auch Reichweitenbomber und nicht das, was da sonst steht, insofern, naja. 5,8, da müssen wir die Flak ausmachen. Höchstgeschwindigkeit können wir auch nochmal steigern. Ruderstellzeit passt. 6,1 Tarnwert. Die Kiste scheint relativ flexibel zu sein, oder?
Und dann ab damit. So. Pyongyang. Mal gucken. Hongkong Fui. Hongkong Fui. Wo er dann immer auch mit dieser komischen Karre, ne? Oh Gott. Das sah aus wie so ein Fred Feuerstein-Mobil, gell? Und dann auch so mit den Lampignons und eieieiei. Und immer mit der Katze, die immer so gemacht hat. Ah, kein CV, aber das ist mir egal. Beziehungsweise vielleicht kommt einer rein. Da, 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 da. So. Dann schauen wir erstmal nach den Radaren. Das interessiert mich. Cleveland und der Rest. Benson, Terrible, Merker, Gäde. Merker, Terrible als Kombination. Naja. Weiß ich nicht, was, aber gut, vielleicht haben die sich dabei was gedacht. Ich finde halt hier, Pepsi, Cola, Fuschon ist schlau. Cossack, Amalfi, schlau. Oh, keine Caps. Das ist blöd. Wo fahren wir lang? Links, rechts, zwei fallen lassen. Kagero fährt links, fahren wir also rechts. Damit wir auf jeder Seite zwei Zerstörer haben. Und den Rest schauen wir mal. Ich werde sogar mal hier hinter der Insel lang fahren. Das hätte ich mir auch sparen können, oder? Aber ich mach's mal. Jo. Ich hasse Spiele ohne Caps. Ach genau, das wollte ich sagen. Wenn ihr Division fahrt, bitte in den seltensten Fällen ist eine Zweier- oder eine Dreier-Division aus derselben Schiffsklasse sinnvoll. Seltensten Fällen ist das sinnvoll. Und auch da mag es die berühmten Ausnahmen geben. In den meisten Fällen ist es allerdings so, das sind Dreier Schlachtschiffdivisionen. Tja, nicht so gut performt bei gleich starken Spielern, wie wenn du eine Division hättest aus Schlachtschiff, Kreuzer, Zerstörer. Na? Lässt sich vielleicht ganz gut auch mal... Wow, da ist die Terrible. Ja, der geht eher steil. Oh ja. Treffen wir auch nice, aber das ist noch sehr weit weg. Okay. Da kommt Torps. Nicht, dass ich die noch mitnehme. Oder um es einfach mal so rum zu versuchen zu beschreiben und oder zu erklären. Stellt euch vor, ihr macht ein 3-3. Klar, Zufallsgefechte sind 12 gegen 12 und ihr seid damit ein Dreier-DB, aber... Ist mir alles klar. Aber wenn ihr ein 3 gegen 3 machen würdet, was würdet ihr dann 3 Schlachtschiffe nehmen? Oder hättet ihr dann lieber einen Kreuzer und einen Zerstörer dabei? Und so beantwortet sich die Frage eigentlich auch ganz gut, oder? So, der erste Schaden, den wir hier machen. Halleluja. Bin begeistert. Aber ich bin ja wenigstens noch full life. Na, nice, na, bloß nicht gucken, ne? Ja, ich weiß. Bist ein schlaues Kerlchen, ne? Da kommt ein Brand, das ist in Ordnung.
Gneiser, die hat auch noch ein Date, ne? Das ist. So. Ich kann sogar weiterballern. Sind wir mal frech? Zwei Leute schon down. Das B-Team, jo, melden, spielt schlecht, melden, spielt schlecht. So viel zu dem Thema. Wunderbar. Mit wem könnten wir jetzt noch spielen? Oh, da fällt mir gerade was ein. Smokes, du smokes bitte nicht, Cosa, ne? Das ist wichtig. Weil mein Smoke basiert darauf, dass ich hier die Ds bekämpfen kann. Alternative Ziele habe ich noch nicht. Es sei denn, da kommt der Gneisenau, der sich verfahren hat ums Eck. Das ist gut. Dann fahren wir mal an dir ein bisschen. Knabbern wir an dir mal ein bisschen rum. Das ist okay. Der ist so nah an der Insel dran, das ist ja... nicht auszuhalten. Alles gut. Reload Boost hebe ich mir gerade mal auf für die Torpedos. Da fehlt der Vorhalt. 3:0. Speedy Gonzales, den nehmen wir so raus. Da müssen wir mal gucken. Muss ich jetzt wirklich ans Cap ran? Ja, ne? 10.000 ist nicht viel, ne? Was hier natürlich die Schlachtschiffe machen, weiß kein Mensch, ne? Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr motiviert. Ich mag Begeisterung, nur das ist nicht gut. Also, da darf man sich dann nachher auch nicht beschweren, wenn es schief geht, ne? Auch die Amalfi, das ist alles... nur nicht schlau. Ich versuche ein paar Brände zu legen, auf die Zerstörer zu wirken, das ist momentan sehr schwierig, weil da kommt nichts bei rum. Okay, das wird mehr so ein Waffelstorm hier. Dann, oh warte mal, jetzt muss ich gleich anfangen zurückzufahren oder was? Ach Gottes Willen. Naja.
Ich glaube, das wird eine sehr überschaubare Runde hier. Er steht kurz vor dem Sieg. Wer hätte es gedacht? Tops von vorne, da brauchen wir aber ein bisschen Glück. Da passiert wenigstens noch was. Hey, juhu. Dann fahren wir mal nach hinten. Ja. Machst du nicht viel. Jetzt kommt ja auch noch der andere Kollege dazu und das war's. Schön gemacht. Ja, 54.000 ist dann unter den Voraussetzungen noch in Ordnung. Ja. Ja. Hätte ich gern gemacht, Oberon. Gerne. Game over. Also, solche Spiele werdet ihr immer haben. Solche Spiele hatte ich ja heute auch, da war ich mit einem anderen Team. Nochmal, bei einem Spiel, wo es keine Caps gibt, also außer die Heimatbasis. Die Karte gibt es dann ja auch mit den Caps, wo die Außen sind, das eigene und so. Nicht sinnlos nach vorne fahren, als Kreuzer-Schlachtschiff und auch als Zerstörer. Nicht direkt WWW und mit Fullspeed nach vorne fahren. Klar, ihr sollt spotten, aber lieber ein bisschen weiter hinten bleiben. Wartet auf den Gegner, dass er zu euch kommt. Es wird immer Leute geben, die dann Fullspeed nach vorne fahren. Und dann relativ alleine dastehen. Und die können ja nichts gewinnen, weil er auch kein Cap ist. Die können niemanden Unterstützung geben, die können kein Cap verteidigen. Dann könnt ihr mit 4-5 Schiffen auf jemanden wirken. Das habt ihr ja gesehen, bei uns gab es auch welche, die standen ganz weit vorne. Der Gegner stand ein bisschen weiter hinten, die hatten viel mehr Schiffe, auch mit unterschiedlichen Winkeln, konnten da drauf wirken, waren vielleicht auch individuell besser und dann wirst du zusammenkartätscht. Ne? Gut. So viel. Wow. Das war ein Roffelstomp hier. Naja. Können wir ja vielleicht nochmal spielen, die Kiste, oder? Die Feng Yang. Weil interessant ist es schon, ne? Aber auch mit den Torpedo-Reloads brauchst du auch Zeit für, ne? Weil da kommt dann auch auf Strecke die, die Stärke zum Tragen. Ich habe jetzt gerade einmal den Torpedo-Reload ziehen können, also effektiv. Ich hätte ihn auch vorher ziehen können, nur es wäre nur nicht effektiv gewesen, weil ich keine Ziele hatte. Naja, gut ihr Lieben. Dann sind wir bei 2:30 und belassen es heute dabei. Also wir hatten schöne Gefechte gehabt. Auch das war, naja, das ist, Gefecht war so, wie es war. Das Kreppelgefecht war sehr schön, nur hier genau andersrum gelaufen. Ne? Seid dann nicht traurig, ertragt es. Interessant sind dann eben diese Gefechte hier. Da kommt es drauf an. Und hier haben wir ja performt. Das sieht hier nachher noch relativ eindeutig aus, war es aber in dem Sinne ja nicht, ne? Das war, glaube ich, auch das Highlight des Tages. Und das sind dann so diese Gefechte, die dann zählen. Ihr werdet 30, also ich sage immer, ein Drittel der Gefechte verliert ihr. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ein Drittel der Gefechte gewinnt ihr, könnt ihr machen, was ihr wollt. Geht da nicht um die genauen Zahlen. Und ein Drittel der Gefechte, da kommt es ungefähr auf die eigene Performance drauf an.
Und auch denkt dran, im Solo-Play, wenn ihr 60% Winrate habt, gehört ihr zu den sehr, sehr guten Spielern, wenn ihr das schafft. Und bei 60% Winrate heißt es, dass ihr von 100 Gefechten auch 40 verliert. Und je schneller man das akzeptiert, dass es hier zu dem Spiel dazugehört, umso besser ist es für eure Nerven und euren Seelenfrieden. Und desto flauschiger seid ihr auch dann im Chat. Na? Du hattest einen Lala in meinem Team. Aha, na dann. War mir eine Ehre. Gut. Jo, dann machen wir es heute ein bisschen kürzer. In dem Sinne, ich wünsche euch, ist ja jetzt auch schon 21:45. Wie gesagt, ich versuche, wenn ich einen Abendstream mache, meistens so um 18 Uhr oder vorher anzufangen. Aber ja, heute noch mit Einkaufen und dann noch Telefonate und dann hier und da. Aber trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen, vor allen Dingen mit diesem Format mit den Schiffswünschen. Mir gefällt das, weil ich kann, alle Schiffe sind hier und sind genügend Ressourcen. Und ich werde dann eben, bin viel offener, dann einfach mal auch Schiffe zu fahren, die ich sonst selten fahre. Mad Max, gerade Dank für den Follow. Und die Mad Max kriegt es jetzt immer mit, wenn ich streame. Also morgen 9 Uhr geht es weiter mit Greedfall, Tag 3, ganz tolles Spiel. Morgen Abend wahrscheinlich kein World of Warships, weil Donnerstag Patch Day und dann ab 9 Uhr schauen wir uns an im Detail ab 9 Uhr, was dann World of Warships bringt. Gut, in dem Sinne. Und nun Bettzeit. Erstmal Limo-Zeit, ja? Gut. Erstmal Limo-Zeit. Ich schau da mal, wo ich euch hinschicke. Ich drücke nochmal kurz aufs Werbeknöpfchen. Bedanke mich nochmal herzlich für die ganzen Cheers auch, die immer mit einem Witz mit einem lustigen Zweiliner oder Zweizeiler verbunden sind von Herrn Weifo. Vielen lieben Dank dafür immer. Der Flauschebär, warte mal, der ist hier. Und dann drücke ich nochmal kurz aufs Werbeknöpfchen. Und in der Zwischenzeit suche ich dann jemanden raus, wo ich euch hinschicke. Wenn ihr woanders hin wollt, wie gesagt, müsst ihr selber wissen, ne? Wo ihr dann hin wollt. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wo es hingeht. Vielleicht jemanden, den ich nicht kenne. Ich bin da ja auch offen. Vielleicht jemanden, der nicht World of Warships spielt. Ich lasse mich überraschen. Also, einen schönen Restdienstag, trinkt eine Limo und bis die Tage, euer Flauschebär und der Hellrisch. Und jetzt gehe ich euch ein Bild. Ja, okay. Setz dich mal ordentlich hin. Danke. Ja. So, danke fürs Einschalten. Nicht vergessen. So, ein paar Herzis. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal. Und das Gewinnspiel werde ich wahrscheinlich morgen auflösen. Es sei denn, ich setze mich jetzt mit einer Limo hin und ziehe jetzt die Gewinne. Aber das kriegt ihr ja mit. So, schauen wir mal. So ab hier gucken. Ah, spielt einer World of Tanks. Ah. Ja, dann schicke ich euch zu der Kollegin hier rüber. Ja, machen wir das so. Ach nee, das ist jetzt gerade zu Ende, gell, bei ihr. Dann machen wir es noch anders. Schicke ich euch zu dem Kollegen.
Da kriegt ihr Yoshi zu sehen, natürlich. Gute Laune für den Abend, komm. Dann schicke ich euch rüber zum Weiß. Ist ein ganz, ganz netter Kollege. Und er spielt knuddelige Games. Und da gibt's gerade Mario Kart. Da sind lustige Yoshi, sogar ein orangener Yoshi. Da könnt ihr sogar mitspielen, wenn ihr wollt. Also in dem Sinne, grüßt den Kollegen. Ganz, ganz nett. Ansonsten hätte ich die Dame gehostet, aber die hört, glaube ich, gerade auf. Und dann machen wir Kaffee-Wait, ihr könnt auch Limo-Wait machen. In dem Sinne, grüßt ihn. Schaut's rein, lasst ein Follow da, ist ein ganz netter Kollege. In dem Sinne, ja, Zeugler, Limo-Wait geht auch. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute, wir sehen uns die Tage. Tschüss. Oder wo meinst du? Van Damme, danke für dein Follow noch. Dankeschön, herzlich willkommen. Wie geht's dir heute? Danke vielmals. War damn it, Wrath, Wahnsinn.